Avia, wir tanken Frank. Ja, hallo. Guten Abend, liebe Klubberer und Klubberinnen da draußen. Hier meldet sich das CF-Studio vor einem hoffentlich sehr spannenden Fußballspiel. Unser Club spielt in der HDI-Arena in Hannover. Und denkt bitte nicht, wann da das letzte Mal gewonnen worden ist. Das ist nämlich genau 2010 gewesen, wo wir das letzte Mal auswärts in Hannover gewonnen haben. Damals hat noch ein gewisser Albert Bunyaku die Tore geschossen. 3 Stück an der Zahl. Ich erinnere mich an andere Spiele in Hannover, das war in der Saison 2013-14, da haben wir in der Halbzeit 3-0 geführt. Ich war in Oberaschbach gewesen mit ein paar Clubfreunden. Wir waren draußen geguckt, haben Zigaretten geraucht und haben uns gegenseitig gezwickt, ob das überhaupt wahr sein kann, dass wir 3-0 in Front liegen in Hannover. Das Ganze hat sich aber dann zum Schluss hin egalisiert. Das Spiel ist 3-3 ausgegangen, wobei der Tief von den Hannoveraner damals zumindest das letzte Tor deutlich im Abseits gewesen war. Aber das nur so ganz nebenbei. Heute Abend erwarten wir natürlich ein völlig anderes Spiel. Vor allen Dingen, bitteschön, ein völlig anderes, als wie die letzten vorangegangenen Spiele waren. Wir haben 2 Spiele gewonnen, wir haben 2 Spiele unentschieden, 3 Spiele unentschieden gespielt mittlerweile sogar. Und wenn es so also weitergeht, Leute, dann kommen wir punktemäßig da unten überhaupt nicht mehr raus. Wir sind momentan auf der Tabellenplatz 12 oder 13. Hannover ist einen Platz hinter uns. Und ja, die Möglichkeiten, die könnt ihr euch selber ausrechnen. Wenn wir heute Abend gewinnen, dann können wir eventuell bis auf Platz 10 ungefähr vorkommen, vielleicht sogar auf 7, keine Ahnung. Und wenn wir verlieren, dann werden wir zwar nicht allzu weit runterrauschen, aber immerhin ein weiteres Plätzchen. Und umso schwerer wird es dann anschließend für uns werden, irgendwann einmal wieder den Anschluss an die Jungs da vorne zu gewinnen, an die Jungs da vorne zu finden. Die Tabellensituation, wie sie im Moment ist, stellt euch sicher genauso wenig zufrieden, wie sie mich zufrieden stellt. Wir haben uns was völlig anderes erwartet. Ja, unser erstes Spiel in Dresden haben wir gewonnen. Es war nicht unbedingt unheimlich schön, aber es waren halt 3 Punkte. Und dann ist leider der HSV gekommen und hat uns gezeigt, wie das andersrum geht. Und seitdem, mehr oder weniger durchwachsene Leistungen bis teilweise schlechte Leistungen, keine schönen Leistungen, was unser Club da teilweise auf den Platz bringt, das macht einfach keinen Spaß, so wie zurzeit Fußball gespielt wird. Ja, ich bin letzte Woche ein bisschen unterwegs gewesen und wir wollten ein paar Tage länger Urlaub machen, aber ich wollte ja unbedingt am Samstag im Stadion sein, bei meinem Club gegen den KSC, und danach gehst du dann völlig enttäuscht wieder heim und sagst, der Mensch, da hättest du lieber irgendwo ein Seidel Bier gekauft oder wärst du ein wenig in der Gegend rumgefahren und hast ein paar schöne Sachen angeschaut. Ja, also ich bin Clubfan mit Herzblut und mit allem, was man eigentlich haben kann. Aber ich will natürlich auch, wie ihr sicher alle auch, einfach schöne Spiele sehen. Ich will unseren Club ein zügiges Spiel veranstalten sehen, was wir zusammen machen, was wir an viel besser spielen. Das ist eine Katastrophe. Vorstellen muss ich noch, zu meiner Linken habe ich den Chris sitzen, der mich, was den Chatverlauf angeht, unterstützen wird. Also beteiligt euch kräftig an dem Live-Chat, der da mitläuft. Es gibt auch was zu gewinnen, und zwar für diejenigen, die einen Tipp abgegeben haben, also der Club gewinnt oder verliert oder was auch immer, 3-1, 0-1, 2-1. Da werden 5 Dankgutscheine von der Avia, einem unserer Sponsoren, verlost. Und es gibt noch weitere, unter den ganzen Teilnehmern werden noch 2 Trikots verlost, und zwar handsignierte Trikots, einmal von unserem Herrn Hack und dann vom Frei. Also Hack und Frei sind die beiden Trikots, die es handsigniert zu gewinnen gibt. Beteiligt euch am Live-Chat, die Gewinner werden direkt anschließend an die Sendung, an unsere Übertragung dann bekannt gegeben. Ja, was könnt ihr euch vor dem Spiel noch ein bisschen erzählen? Der letzte Auswärtssieg war 2010 in Hannover in der HDI-Arena, das war damals der Albert. Und ansonsten, wir sind... Ich hätte eine Frage für dich, ja, bitte, von den Kommentaren. Und zwar der Franz Kummert fragt dich... Der Franzl. Was sagst du zu Kanadi? Er wirkt sehr genervt in der Pressekonferenz und auch jetzt live bei Sky. Was ist dann deine Meinung dazu? Ja, Leute, das ist natürlich eine schwierige Sache, sowas hier via Divi abzugeben. Ich persönlich komme auf dem Trainingsplatz, wir haben manchmal ein kleines Gespräch mit meinem Herrn Kanadi recht gut aus, aber das ist ja nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist,
was dieser Herr Canadi unserer Mannschaft beizubringen in der Lage ist. Er hat ganz offensichtlich ein anderes Spielsystem im Auge als wie unsere Jungs auf dem Platz. Das haut halt immer noch nicht so ganz hin. Aber ich persönlich habe Hoffnung, dass das, möge heute der Anfang gemacht werden, bitteschön, dass das demnächst irgendwann einmal klappt und läuft und dass wir dann auch nicht mehr auf den Herrn Canadi oder auf wen auch immer schimpfen müssen, sondern sagen müssen, Etzertler, haben wir es langsam im Griff, es haut langsam hin, der Club spielt zu, wie gegen Heidenheim die ersten 80 Minuten. Das war ein Spiel, das war einfach eine wahre Freude. Wie gesagt, bis zur 80. Minute, wir haben 2-0 geführt. Und dann ist halt wieder einmal der hingegangen, der Club ist halt mir eingeschlafen. Ja, und dann haben wir ist 2-1 geschnappt und ist 2-2 und zum Schluss haben wir noch froh sein müssen, dass wir das Spiel nicht noch verloren haben. Und das ist leider Gottes eine der Situationen, wie sie bei unserem Club halt häufig passiert. Entweder wir führen 1-0 und die Mannschaft versucht das Ganze dann irgendwo zu verwalten und denkt, naja, das werden wir jetzt schon über die Zeit bringen, was wir in der Regel nicht schaffen. Ja, man kann nicht, wenn man in der 27. oder 28. Minute ist 1-0 steht, erwarten, dass man bis zur 90. das Ergebnis durchbringt. Das geht nicht. Ja, die anderen reagieren in der Halbzeit auf das Ergebnis und unsere in der Regel verschlafen dann teilweise eben den möglichen Sieg. Wir müssen kämpfen bis zur 90. Minute beziehungsweise bis zum Abpfiff, der ist ja häufig dann erst in der 94. oder 95. Minute, gerade durch die Videoschiedsrichter jetzt, die sich dann einschalten. Aber von meinem Club muss ich erwarten können, die trainieren kräftig, die Jungs da draußen, das sind Profifußballer, die müssen 90 Minuten plus eben auf dem Platz die volle Leistung bringen und nicht schon 10, 15 Minuten vorher abschalten, plus weil wir vielleicht 1 oder 2-0 führen und denken, ach, das kriegen wir halt schon noch gar hin. Die Vergangenheit hat häufig genug bewiesen, dass wir es halt leider nicht hinkriegen. Und um zurück zu der Canadi-Frage zu kommen, ich möchte mich gegenwärtig zu dem Thema Canadi nicht weiter äußern, außer dass ich eben hoffe, dass es wirklich demnächst klappt, denn sonst wird's, wir kennen unseren Club, wir wissen, wie es bei uns in Nürnberg zugeht, dann wird für den Herrn Canadi irgendwann eng, wenn wir das Spiel heute noch verlieren und vielleicht das nächste Heimspiel dann, das ist St. Pauli, ja, eine Woche danach und dann, wann ist das nächste? Samstag, glaube ich, gell? Jedenfalls St. Pauli ist nächste Heimspiel, wenn wir das dann auch noch verlieren sollten, dann sind wir irgendwo im Keller verschwunden, in der Abstiegszone. Und dann, denke ich mal, wird auch der Herr Canadi kein langes Überleben bei unserem Club mehr haben, weil es rumort ja eigentlich jetzt schon. Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen befasst mit dem, was in den Internetforen so abgeht und was auf Facebook so geschrieben wird. Ja, ihr kennt es alle, ihr lest es alle auch, aber da sind wir persönlich im Moment schon zu viele Canadi-Rausrufe drin. Selbst wenn sie berechtigt wären, dann bringt eben das den ganzen Apparat durcheinander. Ja, die Leute lesen und hören auch, was wir schreiben. Und von daher denke ich einmal, dass wir einfach jetzt einmal dem noch ein, zwei Spiele eine Chance geben, dass er sein System an die Mannschaft heranführen kann, dass die Mannschaft endlich begreift, was er von ihnen will. Oder aber, dass wir feststellen müssen, da ist nicht wirklich ein Konzept dahinter, uns ist die ganze Zeit irgendwas vorgemacht worden. Ja, ich meine, man kann sich ja alles leicht schönreden, man kann sich hinstellen und kann sagen, innerhalb der nächsten zwei Jahre steigen wir auf. Das haben wir ja natürlich alle auch gern und dankend angenommen, weil wir sind Klubberer, wir wollen natürlich wieder in die erste Bundesliga, logisch. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber so wie wir zurzeit spielen, Leute, also tut mir furchtbar leid, aber da haben wir keine Chance, da müssen wir froh sein, wenn wir unter die, sagen wir mal, letzten 5, 6, 7 dabei sind. Glaube ich persönlich jetzt nicht. Ich denke schon, dass die Qualität in der Mannschaft vorhanden ist. Das hat man zum Beispiel ja in diesem, ich nenne es einmal nur mal, dieses Spiel gegen Heidenheim, die ersten 80 Minuten gesehen. Da haben sie gut gespielt, die Burschen. Ja, oder nehmen wir das Spiel, was wir gegen Paris Saint-Germain gehabt haben. Ja, also da bin ich begeistert aus dem Stadion gegangen. Wir haben 1-1 gegen eine Weltklasse-Truppe hingelegt im Stadion. Da können jetzt die Umstände gewesen sein, wie immer sie mögen. Das hat Kassenclub gegen PSG Paris und wie ist es ausgegangen? 1-1. Wir waren ebenbürtig, wir waren klasse. Wir haben unseren Club gefeiert. Ja, bis zum nächsten Ligaspiel halt dann wieder. Ne? Und dann sieht man wieder oft wirklich deutlich und erschreckend, ja, was wir auf den Platz bringen. Ich kann es zum Beispiel absolut nicht ab, wenn da hinten, so wie jetzt auch im Spiel gegen den KSC gesehen, 10, 15, ja fast 20 Minuten lang der Ball bloß von rechts auf links im hinteren Mittelfeld geschoben wird, vom Außenverteidiger zum anderen, das bringt uns kein Stückler weiter. Wir müssen Tore schießen und dazu muss der Ball nach vorne.
Ja, also hoffe ich mal auf ein gepflegtes Angriffsspiel, das von hinten aufgebaut wird. Und das größte und am meisten Erfolgbringende für mich wäre, wenn man würde, das haben wir auch schon praktiziert, ein ordentliches Vorchecking hinkriegen. So, jetzt kriege ich gerade die Aufstellung da zu sehen. Vom Hannover zunächst einmal, Zieler im Tor, Anton und Franke in der Innenverteidigung, Albornoz, wie der heißt, Korb, Außenverteidiger. Dann haben die ein Dreier Mittelfeld mit Pripp, den kennen wir doch auch woher, Stendera und Aogo. Und nach vorne in der Mitte den Duksch und rechts und links Haraguchi und Cedric Teuchert in der Anfangsaufstellung bei Hannover. Der Bursch kommt mir irgendwie bekannt vor, den Namen habe ich schon mal gehört. Also auch einer der Ex-Klubberer, die es nicht erwarten haben, können das bei uns richtig draufkommen und gemeint haben, sie müssen schon, jetzt kommt unsere Aufstellung. Leute, jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Martinia im Tor, ganz klar, Sörensen in der Startaufstellung, Innenverteidigung mit Markreiter, Handwerker auf links und Sorg auf rechts. Also Sorg auf rechts war mir klar, Handwerker und Nürnberger waren ja angeblich beide im Gespräch. Mir hätte fast der Nürnberger besser gefallen, aber bitte. Ein Mittelfeld mit Behrens in der Mitte, Jäger links, Geis rechts, gefällt mir so gut. Also der Jäger hat ja doch die letzten Wochen gezeigt, dass er einiges drauf hat. Und nach vorne dann, das habe ich jetzt fast verpennt, Hack und Frei, ja, und Dovedan, ne? Das ist nichts Ungewöhnliches, so haben wir schon öfters gespielt. Ich würde mir wünschen, dass, wenn er denn wieder genesen ist, auch der Herr Lohkämper da vorne mal endlich eine Chance kriegt. Denn der hat uns in der Vorbereitung ein paar wunderbare Tore gemacht. Und von dem Burschen täte man schon auch hoffen, dass er endlich einmal wieder drankommt. Im Moment laufen die Mannschaften aufs Spielfeld, beziehungsweise stehen schon dort. Die Clubfans sind gerade eingeblendet, 1000 an der Zahl sollen es sein, die nach Hannover gefahren sind. Ich habe mir vorher kurz so vorgelesen, was die da dürfen und was die nicht dürfen im Auswärtsstadion. Das ist ganz lustig, es gibt eine Promillegrenze von 1,6 Promille. Also wenn ich mit 1,6 Promille da reinlaufe, den Leuten, da hätte ich wahrscheinlich schon deutliche Ausfallerscheinungen. Aber gut, ich bin nicht dort und ich will auch nicht nein. Mit den Auswärtsspielen haut es bei mir eh nicht so hin. So, die Mannschaften begrüßen noch die Schiedsrichter. Und in wenigen Sekunden, Minuten wird es losgehen. Ja, bevor es losgeht, Dave, dein Tipp? Chris? Ja, ich persönlich, also es fällt mir äußerst schwer, einen Tipp abzugeben, aber nachdem ich Klubberer bin und ja Hoffnung habe, dass wir das endlich rumreißen, tippe ich einmal auf ein 3:2 für unseren Club. Und ja, ich hoffe, dass ich dem Hackseitrikot gewinne. Gut, mein Tipp wie immer 3:0 für den Club. Boah. Mal schauen. Es ist schön, so einen Optimisten an der linken Seite zu wissen. Das ist schon mal hervorragend. Ja, aber wie gesagt, ich stehe da gerne auf 3 oder 4-0 tippen, aber ja, ich sehe das schon kommen, dass uns der Cedric Teucher da den einen oder anderen versemmeln wird. Leute, wir wollen es nicht beschreien. Aber die Hannoveraner stecken ja in der gleichen Situation wie mir. Von daher ist das mit Sicherheit kein einfaches Spiel. Die haben ein Heimspiel. Wir sind auswärts, da sind wir zwar normalerweise stärker, aber die Frage ist, stärker als wie wann? Ja, die Mannschaften haben ihre Aufstellung eingenommen. Wir warten jetzt auf den Anstoß. Den Namen vom Schiedsrichter kann ich eigentlich nicht sagen, aber im Laufe des Spiels wird es vielleicht noch bekannt geben. Ist auch nicht so wichtig. Hauptsache pfeift gescheit. So, auf geht's, der Klubber schon mal mit weiten Bällen nach vorne. Ja, da haben wir doch schon am 16er. Naja. Aber zumindest einmal ein Auftakt nach Maße, so kann es weitergehen. Momentan Hannover am Zug über die linke Seite. So, das war ein guter Ball, aber der Club hat dann abgewehrt, sehr gut. Sörensen mit, jawohl, wunderbar. Sörensen mit einer guten Aktion. Tippt mir die Hannoveraner von unserem Strafraum weg, das gefällt mir gar nicht. So, jetzt habe ich gemeint, sie mir wieder dran, aber schon ist der Ball wieder weg.
Hannover versucht sich mit einem Spielaufbau. Sehr gut, ja, Klub hat den Ball gewonnen und kommt auch keiner von links. Ja doch, jetzt haben wir an. Der Hack dürfte das sein, der da jetzt am Ball ist. Der Schiedsrichter hat aber gepfiffen. Da ist eine kleine Rempelei im Mittelfeld. Der Jäger liegt am Boden. Ja, mei, war eine dumme Situation. Da kann der Hannoveraner an und für sich auch nicht allzu viel dafür. Aber wir kriegen einen Freistoß. Das ist schon mal recht positiv. Torentfernung, soweit ich das jetzt gesehen habe, circa ja, gute 35 Meter. Das ist noch ganz schön weit weg. Johannes Geis wird den Freistoß, so wie es aussieht, ausführen. Der Ball kommt in 16er und Kopfball. Ja! Tor! Tor! Das ging schnell. Ja, ich muss immer warten mit dem Jubel, weil wir wissen nicht, was der Schiri der macht. Aber wir führen 1-0, Kopfballstaffette und dann, wer war denn das? Markreiter? Das ging so schnell, dass man erwartet, ja, so wie ein Jubel müsste Markreiter gewesen sein. Ja, das war ja geil. Der Geis hat den Freistoß auf die linke Seite vom 16er übergeschossen. Schauen wir nochmal. Dann kommt der Kopfball rein in den 16er, ja genau, und der Markreiter rennt drauf an der Linie und köpft dann ins Tor, wunderbar. Kein Abseits. Da ist kein Abseits und nichts, kein Thema. Ja, wunderbar, vom Frei kam diese Kopfballvorlage und der Markreiter braucht dann bloß noch einigen. Wunderbar, so kann es weitergehen, liebe Leute. Na, wenn es so weitergeht, mit meinem 3-0-Tipp. Bitte? Mit meinem 3-0-Tipp. Ja, also mal langsam machen wir den 3-0-Tipp. Mein 3-2-Tipp ist auch noch im Rahmen des Möglichen. Aber es ist die dritte Spielminute, meine lieben Freunde da draußen. Und unser Club führt 1-0. Ja, direkter Gegenstoß. Da ist ein Hannoveraner bei uns im 16er umgefallen. Aber vermutlich ohne unser Zutun. Der war da irgendwo über Grasnamen gestolpert sein. Da hat kein Klubberer was dafür kennt. Menschenskinder, ich kann es noch gar nicht glauben, Leute, in der dritten Minute und wir führen 1-0, das ist ja wohl der Hammer. Am besten gehe ich jetzt ein bisschen haben, weil dann kann ich mit dem Gefühl des Sieges einschlafen. Aber irgendwer unterwegs, jetzt sitzt man noch schon, was los war. Aber wir spielen weiterhin gut da vorne mit. Leider viele hohe Bälle. Jetzt ein langer Ball auf der rechten Seite von den Hannoveranern, der aber bei unserem Torwart Martinia dann letztendlich gut aufgehoben ist. Da passiert nicht weiter was. Ja. Auf Sicherheit spielen da hinten finde ich sehr gut, nur dieses Hin- und Hergeschiebe beim Spielaufbau, das mag ich halt gar nicht. Aber im Moment sieht es alles recht gut aus. Und beim 1-0 in der dritten Minute müssen wir zwangsläufig alles richtig gemacht haben. Na, da war die Szene nochmal, wo der Hannoveraner umgefallen ist, da war gar nichts. Kleines Gerangel im 16-Meter-Raum, aber nichts Strafbares. Naja. Einwurf Hannover. Der Slomka macht einen recht nervösen Eindruck, kann ich auch verstehen. Wenn der Überclub nach Hannover kommt und gleich nach 2 Minuten ein Tor schießt oder nach 3, da geht mir als Trainer auch nicht mehr viel einfallen. Hannover versucht sich im Spielaufbau über die rechte Seite. Aber so viel brauche ich ja da gar nicht dazu sagen, ihr schaut jetzt nicht unendlich alle mit, ne? Ihr seht ja, was da abgeht. Der kleine Robin, der ja gegen den KSC leider Gottes auch komplett mehr oder weniger ausgefallen ist, aber was will man von dem jungen Burschen erwarten? Man kann nicht denken, dass der jetzt in jedem Spiel gleich einen Hattrick macht. Er ist ein sehr guter Fußballer, er rennt und läuft unheimlich viel und er hat es drauf, das muss man einfach so sagen. Die Entwicklung, die müssen wir dann abwarten, wie das weitergeht beim Club oder wenn er zu gut wird, woanders. Weil da haben ja die Hoffenheimer Rückkaufoption leider Gottes. Ja, der war ein bisschen zu kurz. Man sieht halt auch, wenn
wenn zwei Mannschaften spielen, die aktuell nicht gerade am Zenit ihrer Leistungen sind, sowohl vom Tabellenplatz auch von den Leistungen her, dann merkt man das natürlich schon, diese häufigen Ballwechsel, da ist Hannover im Ballbesitz, im nächsten Moment sind es wir, weil die einen Fehlpass gemacht haben. Dasselbe funktioniert dann leider Gottes auch umgekehrt. Jawohl, abgewehrt. Ja, Einwurf aber Hannover. Ja, da ist ja der Cedric Deuchert. Der soll sich bloß wegen zusammenreißen halt. Jawohl, der Club wieder im Ballbesitz. Ja, da müsste der Handwerker auf links die 100 Meter in 3,5 Sekunden sprinten, wenn er den Ball erreichen soll. Ja, Chris, sind mit den Kommentaren, kommt da einiges rein. Ist da irgendwas Wichtiges, was wir beantworten sollten? Weil im Moment ist ein bisschen im Mittelfeldgeplänkel. Also es kommen einige Kommentare rein. Natürlich waren auch viele überrascht über das Tor jetzt in den ersten drei Minuten. Sind aber bisher alle guter Dinge, dass wir es auch durchhalten. Die Trikots sind auch nicht schlecht, sagt Stefan Görlich. Vielleicht ist es ein gutes Omen, die haben wir noch nicht so oft angehabt. Wer weiß. Naja, wenn wir uns auf solche Textilien schon verlassen müssen beim Fußballspielen, dann weiß ich nicht, ob das hinhaut. Ja, wir haben ja ein recht schönes Auswärtstrikot. Eigentlich hätten wir mit unserem Auswärtstrikot auch spielen können, aber natürlich das Grau da, das gefällt mir auch sehr gut, das Trikot. Aber am Trikot wird es nicht liegen, wenn wir verlieren, das kann ich euch jetzt schon sagen. Momentan ist das Spiel wieder etwas unterbrochen. Freistoß für unseren Club. Mensch, als bei der Nummer 4 noch Bulthuis drauf gestanden war, das war schön. Aber der Serenzen ist ein guter Mann, da kann man überhaupt nichts sagen. War ja leider Gottes auch verletzt, der Club im Strafraum, aber ja, den kriegen wir nur den Ball, komm. Ah. Ja, dann eben Einwurf. Dovidan lässt liegen. Für den Oliver Sarg. Komm, oi. Das sind so Bälle, warum kann man den Ball nicht in Ruhe annehmen und dann vernünftig weiterspielen, als einfach drauf zu dreschen und nach vorne irgendwo wird er schon landen. Ja, das ist, so kriegst du keinen ordentlichen Spielfluss rein, keine Ballstaffetten schon gleich gar nicht. Was war da los? Da haben sie ihm auch noch am Kopf gehauen. Ei, ei, ei. Der hat nicht eine kleine Stiefel übers Ohr gezogen. Das geht fein, nicht? War knapp. Ja. Kommt gerade eine Frage rein, was hältst du von Handwerker? Ja, das sind junge Burschen, die sehr talentiert sind. Ich nehme jetzt mal beide her, Handwerker und Nürnberger. Das sind zweifellos unheimlich talentierte Fußballer, aber ich würde mir da auf der Außenposition eigentlich eher wegen einer erfahrenen Spieler wünschen. Ja, gut, früher hat es bei uns der Leibwurdler gemacht. Was mir sehr gut gefallen hat, das bringe ich jetzt schon zum dritten Mal, aber ich bringe es immer wieder. Als der Kerk den Linksverteidiger für den Leibold gemacht hat, wo der einmal verletzt war. Entschuldigung, da hat unser Kerk das beste Spiel der ganzen Saison gemacht. Also von daher war das auch eine Alternative, die man eventuell einsetzen kann. Aber wie gesagt, die Burschen, die müssen sich reinspielen, die müssen Erfahrung sammeln. Generell sind es beide, sowohl Handwerker als auch Nürnberg, gute Fußballer. Oliver Sarg hat den Ball in der Hand, wir werfen ein. Der Kanadi nimmt sich einen Schluck. Ist ja wahrscheinlich bloß Wasser drin, aber das schmeckt momentan bestimmt besser wie sonst. Mit einer 1:0 Führung nach so kurzer Zeit. Aber es liegt noch viel an Spielzeit vor uns, Freunde. Hannover versucht offensichtlich auch mal langsam ein bisschen Ruhe in das Spiel zu bringen. Wenn ich mit dem Kopf über ein wenig hin und her gehe, dann schreibt bitte keine Fragen dazu. Das ist die typische Bedienung, die da vor mir steht. Die steht meistens ein wenig im Bild.
Da muss ich mal ein wenig vorbeischauen, der da, wenn es mir schwerfällt. War natürlich ein Graf, da ist eine kleine Kamera im Weg, aber das nur nebenbei. Momentan würde ich mal sagen, das übliche Geplätscher. Keiner kommt wirklich gefahrbringend nach vorne, aber wir haben ja erst 10 Minuten gespielt. Ja, der Club über Glück wollte über links kommen, aber das Zuspiel war ein wenig sehr ungenau. Dafür wirft jetzt Hannover. Hannover geht durch die Mitte, gibt auf links raus. Ja, schöner. Oh. Achtung, Achtung, er greift halt an. Mein Gott. Ja, das in der Abwehr, Leute. Also ganz ehrlich, der Mann, der kann da 5, 6, 7 Meter in 16er reinlaufen, ohne dass er einander angreift. Der kriegt den Begleitschutz vom Club an die Seiten gestellt. Das ist nicht in Ordnung. Der Fuß ja, war noch wichtig. Da, ne? Das ist doch keine Art und Weise, das Spiel zu verteidigen. Der ist schon fast am Tor, fast am Außenpfosten. Und wie schnell ist da was passiert? Da hat Gott sei Dank, war das der Markreiter, seinen Buckel nur dazwischen gebracht. Mein Gott, Leute. Das sind die Situationen, die meiner Meinung nach überhaupt nicht entstehen dürften. Der hat konsequent angegriffen gleich auf links, dass der gar nicht bis am 16. hinkommt. So wird man lässt dann vorbeilaufen, der flankt in die Mitte und dann kann alles passieren. Vom Eigentor wieder Eckball, abgewehrt von einem Nürnberger Verteidiger. Wie auch immer. Achtung. Jawohl, und jetzt. Ach, wieder so ein Verlegenheitsball, ne? Einfach nach hinten rausgeschossen. Das ist so ähnlich, wie wenn dann diese Kopfballstaffetten entstehen und der köpft nur wegen Hecher und der, also nicht jedes momentan, sondern ja, einen Ball unter Kontrolle bringen. Es sind lauter Fußballprofis, die müssen einen Ball vernünftig annehmen können, egal mit welchem Körperteil, und dann eben sich den Überblick verschaffen, wo steht der Mann frei und den anspielen und bitte dann auch erreichen, weil die Fehlpassquote ist halt leider Gottes immer sehr hoch und das tut einfach weh. Ja, Hannover versucht natürlich jetzt alles nach vorne, um da Zugriff zu kriegen. Oh, Freistoß für Hannover. 2 Meter vor unserem 16er, soweit ich das erkennen konnte. Das ist eine sehr schlechte Position für unsere Anne. Grüß mal in die Kommentare, was bist du da wieder anfangen? Es ist relativ ruhig gerade, aber kommt immer mal ein Kommentar, dass sich jeder einen Sieg wünscht. Wir auch, ist klar. Ja. Ja, Leute, das hoffen wir alle, dass wir endlich einen Sieg unterbringen und den auch nach Hause bringen. Aber wie gesagt, wir sind in der 14., 15. Spielminute. Das Spiel ist noch verdammt lang, da können noch 3, 4 Tore fallen. Wer weiß, auf welcher Seite. Warten wir es ab, also da damit zu rechnen. Ja, der Freistoß war zwar jetzt nicht schlecht, aber gut, ein Meter übers Tor, anderthalb, also keine Gefahr. Der Herr Dux hat ihn getreten und der Herr Martinia hat gar nicht eingreifen brauchen. So kann das weitergehen. Da könnt ihr stundenlang hinschießen, ein Meter übers Tor. So, jetzt schauen wir mal, wie das nach vorne jetzt ausschaut. Naja. Wenn der Torwart denn da 50, 60 Meter übers Feld nach vorne irgendwo trischt, dann ist selten der Fall, dass wir den Ball wirklich unter Kontrolle kriegen und weiterspielen können. Jetzt kommt Hannover wieder. Achtung, da ist einer am 16er. Klubberer fällt um. Anscheinend Stürmerfoul.
Außerdem war er im Abseits. Der Herr Dux war im Abseits, ja. Es ist wieder einer dieser Bälle, ja. Ja, ja. Da damit gewinnt kein Blumentopf. Aber wir werfen. Jetzt schauen wir mal, ob wir mal langsam ein bisschen Kontrolle über das Spiel kriegen. Wir müssen aus dem 1:0 doch irgendwo auch ein bisschen Sicherheit kriegen. Danach sieht es im Moment allerdings nicht unbedingt aus. So, jawohl. Und jetzt einen geordneten Spielaufbau bitte. Ja, Hannoveraner greifen gleich an. Stören bereit im... Oh, schade. Im Spielaufbau, das war jetzt mal ein weiter Ball, der beinahe richtig angekommen wäre. Aber auch abseits. Ja, ich glaube, da war im Abseits eindeutig. Frei war es. Da war nicht bloß der Pferdeschwanz im Abseits, sondern der ganze Kerl. Hannover nähert sich unserem 16-Meter-Raum. Der den Ball dort weg. Wunderbar, haben wir. Abstoß. Ja, Dave, da kommt eine Frage an dich. Bitte? Darf man dich auch ansprechen, wenn man dich mal sieht? Ja, selbstverständlich. Ich bitte darum. Ja, eine Frage, die so nicht auftaucht, aber mir häufig auffällt, dass Leute mir dann erzählen, ja, ich habe dich schon beim Clubtraining draußen gesehen, aber ich habe mich nicht hingetraut, weil da waren so viele Leute drumherum gestanden. Also was um mich drumherum steht, ist in der Regel die Rentnerband. Wir stehen ja immer zusammen und tauschen halt unsere neuesten Ereignisse und unsere Clubgeschichten aus. Achtung, Hannover, ja, Martenia hat den Ball. Ne, also um auf die Frage zurückzukommen, selbstverständlich, ich freue mich über jeden, der mich einfach so mal anspricht, sagt, hey Dave, ich bin der und der. Ja, ich kann ja nicht ahnen, wenn da 5 oder 10 Meter weg irgendeiner steht, der gern mit mir vielleicht ein Gespräch anfangen würde, sich aber nicht hertraut. Das sind alles alte Knackere, wo ich mich rumstehe, da braucht ihr euch überhaupt nicht, oder? Einfach die Leute auf Zeiten schämen und dann sagen, hey Dave, wie geht's, ich bin der und der und dann entstehen auch nette Gespräche, die dann häufig auch zu einer angenehmen Freundschaft führen. Also Leute, habt da absolut überhaupt keine Scheu. Ja, ich bin handfertig, mich kann man so nehmen, wie ich bin. Da kann vielleicht höchstens einmal eine dumme Antwort kommen, aber in der Regel bloß auf eine dumme Frage. Ja, ansonsten freue ich mich über jeden, der versucht, mit mir Gespräche herzustellen da draußen. Man darf mich selbstverständlich und bitte gerne jederzeit ansprechen. Das erlebe ich in der Stadt auch häufig, dass plötzlich aus irgendeiner Ecke ein Dave erschallt und dann drehe ich mich rum und dann sehe ich irgendeinen Klubberer und dann gehst du hin. Heute war ich in Stein im Forum, da ist mir das auch passiert. Ja, dann hast du gleich wegen einem Gespräch, waren ein paar alte Mädels mit am Tisch gesessen, die haben sich alle recht gefreut und wenn ich dann weg bin, habe ich im Hintergrund gehört, wer war denn das? Ja, und dann hat er gesagt, das war ein Hufersville-Designer. Und den hat man ja in Stark kennt, also früher, da war ich noch besser, Bubi, boah, heute bin ich ja bloß noch, ich habe praktisch einen Glorienschein um mich. Also im Spiel tut sich auch nichts Besonderes, darum kann ich euch ein wenig so ein Quaff erzählen. Aber nachdem ihr ja alle mich irgendwie ein bisschen kennenlernen wollt, dann gehört das einfach mit dazu. Ich bin ja so, wie ich bin, genauer so, wie ihr mich da gebt. Ich spiele da keine Rolle nicht, sondern so bin ich. Der Bigger hat schon mal eine Aufnahme gemacht von mir vor dem Spiel, daheim, während dem Spiel. Also da geht schon ab, das kann ich euch sagen. Wenn dann nur ein, zwei Seidler dazukommen, aber es ist richtig wild. Aber im Moment tut sich auf dem Spielfeld auch nicht wirklich was Interessantes, was man großartig berichten könnte. Es geht hin und her. Im Moment habe ich so den Eindruck, als Hannover versucht, da langsam mal ein bisschen die Oberhand zu kriegen. Wir sind wieder im Ballbesitz. Das war wieder so ein Ball. Ja, ihr seht es doch selber, ah, der kann doch nur 2-3 Meter gehen, und bis der andere sich ein wenig freigelaufen hat. Da spielt man einfach drauf, obwohl der unmittelbar gedeckt ist von einem Hannoveraner und da ist der Ball natürlich wieder weg. Gott sei Dank für die anderen auch nicht besonders viel ein momentan.
Also bis hin zu dem Spiel, von dem ich dann absolut begeistert sein werde und enthusiastisch meine Meinung von mir geben, da haben wir nur Stickler. Jawohl. Also das ist was, was ich dem Frei ganz hoch anrechne, der ist überall. Ja, der Junge läuft was Kilometer weg in dem Spiel, der setzt sich ein und er hat ja auch was drauf, das haben wir ja schon gesehen. Ich würde mir häufig wünschen, er würde wegen mehr vorne im Zentrum bleiben, aber dort eben auch die entsprechenden Bälle kriegen. Und nachdem das nicht der Fall ist, muss er halt ein wenig nach hinten mitlaufen und schauen, dass er sich die Bälle teilweise selber holt. Auf jeden Fall eine Bereicherung für unseren Club, der Herr Frei. Das, glaube ich, kann man schon mal so feststellen. Den Ball mitnehmen wäre nicht schlecht gewesen. Nicht bloß den Mann umrennen. Ja, der kann ja wirklich nichts dafür. Die gelbe Karte der, gibt es schon. Der arme Kerl, der kann ja nichts dafür. Der Klubber ist voll in den Eingriff. Schaut er das an? Ja. Ball vergessen und Mann ja, der Ball bleibt liegen. Er rennt den Hannoveraner um und der Hannoveraner kriegt die gelbe Karte. Vielleicht hilft es uns nochmal. Ja, vielleicht kriegt er noch gelb-rot irgendwann im Spiel. Aber das sind da wirklich dann teilweise so Schiedsrichterentscheidungen. Ich sage, hallo, wo hat denn der hingeschaut? Oder haben wir da jetzt was übersehen? Ich glaube es nicht. So, der Ball kommt weit auf links raus. Der Hackter kann den auch annehmen, spielt dann zurück Richtung Mittellinie. Ja. Kommt weiter nach vorne spielen, Jungs. Kann nicht anfangen mit dem hinten rumspielen. Ja, das war wieder ein wunderschöner, steiler Pass ins Niemandsland. Tobi Damm bedankt sich trotzdem dafür. Mensch, wäre das schön, wenn man mal so über 2, 3, 4 Staffetten den Ball nach vorne bringt, dann in einer entscheidenden Situation auch aufs Tor schießen kann. Es geht einfach nicht. Wir bringen den Ball über 2, 3 Stationen und dann ist er spätestens wieder weg. Also ihr lieben Zuschauer da draußen, weltweit, sei euch gesagt, das ist noch nicht das Gelbe vom Ei, was die da drunten zusammenspielen. Es sind halt 2 Mannschaften, wo jeder nach Möglichkeit keinen Fehler machen will und vermutlich gerade deswegen einen Haufen macht. Zack, da gibt es einen Freistoß, ja. Hannover an der Mittellinie. Die trauen sich auch nicht recht. Der Landschaft Frechheit, dass die in Rot-Schwarz spielen. Ja, nachdem das Spiel so dahin plätschert, der Jörg Rupprecht hätte noch eine Frage. Wie ist eigentlich Daves Heimspieltag-Routine? Wie was? Wie bereitest du dich auf die Heimspiele vom Club vor? Jetzt ist der Ball gerade im Aus, da kann ich mal damit anfangen. Also das geht eigentlich an einem Spieltag schon in der Früh an. Da wache ich auf und was heute spielt der Club und da braucht man keiner mit irgendwas anderem kommen. Ja, also da wird sich natürlich die Klamotten hergekriegt. Der Cowboy-Hut kommt raus, wenn ich ins Stadion gehe, der ist ja meistens dabei. Im Winter werden es dann ein wenig dickere Fellmützen, da habe ich auch ein paar ganz lustige. Aber ich bereite mich schon kleidungstechnisch aufs Spiel vor. Ansonsten bin ich in der Regel eigentlich immer ein wenig nervös, bevor es ins Stadion ausgeht. Da trifft man noch seine Freien, da trinke ich noch alle 40 Wochen einmal vor dem Spiel das Seidler Bier. Der Hack ist im Moment am 16er, spielt aber den Ball zurück, weil er durchgekommen ist. Flanke nach innen. Ja! Wieder eine Kopfballverlängerung und der Behrens, unser Hanno, macht uns das 2:0. Leute, wunderbar. Schöner kennt die Dramaturgie überhaupt nicht laufen, das ist einzigartig. Der Hack kommt zuerst nicht durch, spielt den Ball nochmal zurück, dann kommt der lange Ball in 16er. Wieder eine Kopfballverlängerung, ich weiß nicht, ob es wieder vom Frei war, auf jeden Fall hat der Behrens das Ding da gemacht. Und das ist natürlich eine ganz besonders schöne Geschichte, dass gerade unser Hanno hier das 2:0 gelingt. Jetzt schauen wir nochmal, wie das gelaufen ist. Der Geis hat den Ball da gehabt. Ja,
Das war eigentlich eine Wiederholung vom ersten Tor, ne? Ja. Da kommt eine Flanke in 16er Reihe, wird per Kopf verlängert und in dem Fall steht der Hack da, wo der Markreiter vorher gestanden ist. Und der Hanno völlig frei. Der Hanno. Muss man bloß noch neilegen. Die werden wahrscheinlich den Hannoaner seine letzten Leistungen beurteilt haben und gesagt haben, ah, da brauchen wir nicht so aufpassen, der Behrens ist momentan wegen außer Form beim Club, der bringt es nicht mehr so recht. Aber der Hanno, also es freut mich ganz, ganz besonders, dass unser Hanno das 2:0 gemacht hat. Und jetzt, liebe Leute, in der 27. Spielminute schaut es natürlich schon bärenstark aus mit einem 2:0. Wobei, ich habe euch ja vorhin das von der 3:0-Führung zur Halbzeit erzählt, ne? Vergesst es einfach, wir machen es heute besser. Wir machen es heute eindeutig besser. Jawohl, Martini, ja. Und weg das Ding. Super. Ja, da. Gut. Ja, das ist natürlich super klasse. 27., 28. Spielminute. Leute, wir führen 2:0 in Hannover. Wie gesagt, ich bin immer nur ein bisschen skeptisch, ob der Christoph mit seinem Tipp hinkommt mit dem 3:0. Das schaut ja schon fast so aus, aber nachdem unser Club dann häufig auch mal ein bisschen nachlässt, weil der Mann, das schaffen wir jetzt schon. Den Ball da weg vom 16er. Mein Gott, jetzt schießt der nur Kerzen. Eckball, okay. Wenigstens hinter das Tor. Marc Reiter hat hinter das Tor geschossen. Ja. Der Ball hat erst einmal oben wegen dem Stadion ausschauen können, wahrscheinlich. Also Ecke für Hannover. Wie gesagt, die große Gefahr ist bei unserem Club halt immer, dass wenn wir da so Führung haben, dann laufen wir da mit der dicken Brust durch die Gegend und vergessen die Bälle zu stoppen und ordentlich weiterzuspielen und 0,0 hast 2:1. Und ihr wisst selber, wie das im Fußball geht, wenn Hannover jetzt einen Anschlusstreffer erzielen sollte, könnte, dann kriegen die natürlich wieder ein bisschen Oberwasser und für uns wird es schwieriger. Also deswegen gibt es nur eine Devise, noch einmal so schöne Flanke, noch einmal so schöne Kopfballverlängerung und dann darf der Nächste es 3:0 machen. Und bei 3:0, glaube ich, da können wir dann langsam schon ein wenig ruhiger werden. Wäre mein Tipp. Der Chris also. Vor allen Dingen, weil der ja 3:0 getippt hat. Naja, das ist doch schon mal wunderbar. Also das Spiel selber, muss ich jetzt eigentlich ganz ehrlich sagen, war für mich persönlich noch nicht so der Bringer. Da ist recht vieles noch verbesserungswürdig, sagen wir es mal so. Aber dass wir natürlich dann mit zwei Flanken, zwei Kopfballverlängerungen, zwei Tore machen, so effektiv wie wir heute sind, kann da eigentlich schlecht nur was schief geht, würde ich mal sagen. Ne? Aber wie gesagt, warten wir es ab. Das Spiel ist erst 30 Minuten alt, das heißt, wir haben noch eine ganze Stunde vor uns. Und in so einer Stunde auf dem Fußballwiesler kann viel passieren. Hannoveraner versuchen sich von dem Schock zu erholen und spielen nach vorne. Ein bisschen Mittelfeldgeplänkel momentan. Hat überhaupt irgendjemand schon mal den Cedric Deucher am Ball gesehen? Natürlich nicht. Das da. Hat er gepfiffen gehabt? War abseits gewesen. Ja, sehr gut. Der Mann gefällt mir. Ja, es war abseits gewesen. Schon fast ein Meter. Mensch, ich kann doch gar nicht werden. Wir führen 2:0. Alter Knochen. Das ist ja der Hammer. Also ich hätte eigentlich ursprünglich wirklich gedacht, dass ich das länger hinziehe, dieses Hin und Her, dass man vielleicht selber anschnappen, aber es ist wunderbar. Also nur besser kann es gar nicht laufen. Schade, dass der Ball da ins Ausgange ist. Naja, bislang läuft es voll in unsere Richtung, die ganze Geschichte. Hannover, oh, 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 oh. Ja, gut, alles gut, alles gut, alles gut. Gut abgewehrt. Ja, das war ein Kreisfreistoß, der dann auf links ist. Das erste Tor hat man gerade nochmal gesehen.
Und das zweite, mehr oder weniger, fast der Tubis vom ersten. Ne? Bisschen weiter außen reingeflankt und dann. Ja, wunderbar. Das habe ich am Wochenende in der Bundesliga irgendwo, weiß nicht, ob bei Werder Bremen, glaube ich, sogar war, als Eckballvariante gesehen. Auf den am 16. liegenden Spieler auf den Kopf gespielt, der hat ihn mit dem Kopf weiter verlängert und hinten am langen Pfosten war dann einer gestanden, der dann einen eingeköpft hat. Können Sie sich nicht beschweren, dass es bei Bremen war, aber die Variante, die haben die richtig einstudiert. Wenn es immer so ob einfach ist. Ob das bei uns jetzt einstudiert worden ist, weiß ich nicht. Ich war die letzte Woche nicht beim Training gewesen, einfach weil ich sterbenskrank war. Ich habe mal satte Erkältung eingefangen und konnte es einfach nicht riskieren, dann auszufahren. Für diejenigen, die nach unserem heutigen Sieg dann irgendwann in den nächsten Wochen einmal zum Clubtraining kommen wollen, beziehungsweise diese Woche, wir haben ja heute schon Montag, die also dann kommen wollen und mich endlich einmal ansprechen da draußen, die nächsten Trainingseinheiten sind am Mittwoch um 15.30 Uhr am Pfalzenweiher und am Donnerstag in der Früh um 11 Uhr. Sind auch die beiden einzigen öffentlichen Einheiten, die Woche stattfinden. So. Oh. Eieiei, was ein Gestöpsel. Eieiei, im eigenen Strafraum. Also ein Gestöpsel, das fällt mir nicht. Aber die Sache scheint geklärt. Wir haben an der Außenlinie Einwurf für uns. Ne? Chris, haben wir noch irgendwelche Kommentare mittlerweile? Jörg Rupprecht sagt, das ist der lang ersehnte Durchbruch. Wollen wir es mal hoffen. Ja, also. Aber der BEP FCN schreibt auch zeitgleich, haben zur Erstliga-Zeit schon ein 3-0 verspielt. Ja, das habe ich ja vorhin schon mal angeführt. Also das wäre beim Club ja auch nichts Neues, ein 2 oder 3-0 noch liegen zu lassen. Aber das haben schon großartigere Mannschaften geschafft. Ich habe gerade mit dem Chris vor dem Spiel darüber gesprochen. Die deutsche Nationalmannschaft hat 4-0 gegen Schweden geführt, was dann 4-4 geendet hat. Also sowas kann immer mal passieren im Fußball. Da können in ein, zwei Minuten plötzlich nur zwei Tore fallen, die das ganze Spiel auf den Kopf stellen. Und das wollen wir natürlich jetzt für heute nicht hoffen, um Gottes Willen. Aber wir schreiben mal die 33. Spielminute, selbst wenn da jetzt noch was passiert. Dann kann man ja jederzeit darauf reagieren, es verbleibt noch Zeit genug. Bei einem so einem Blick auf die Ränge, der mir da ab und zu gelingt, muss ich sagen, sehe ich da nicht allzu viele Zuschauer. Da sind sehr viele leere Plätze auf den Tribünen in der HDI-Arena. Ich fühle mich fast ein wenig erinnert an die WM in Doha, ja, die momentan eher läuft und die gerne mal zwischendurch schaue, da geht auch keine Sau hin. Aber bei der Hitze geht auch keiner vor die Tür da drüben. Und die Stadien werden ja runtergekühlt. Wenn der Club jetzt nur drittes Tor schießt, dann müssen sie da drum abhängen, runterkühlen das ganze Stadion, weil da werden so Hitze die Bomben. Ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir da hinten ordentlich stehen und sauber verteidigen und den Ball bitte nicht einfach nur wegdreschen, sondern einmal spielerisch lösen, das Ganze. Momentan ist er schon mal wieder weg. Ein Handwerker, ne? Der sich da so reingeschmissen hat. Ja. Ja, Hannover scheint im Moment ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Oh! Uiuiuiui. Entschuldigung. Ich habe da so einen allein Hannoveraner auf unser Tor zulaufen sehen. Der Ball ist eigentlich recht gut gekommen, aber Martinia war vorher da. Also keine Gefahr. Ja, schau dir mal die Tribüne an, da hockt doch fast keiner. Florian Göbel fragt, gibt es das öfter von dir, Dave? Wer fragt doch? Florian Göbel. Ich denke, der Flo. Was will er wissen? Ich denke, er will wissen, ob man dich jetzt öfter sieht. Wenn du zum Heimspiel im Stadion kommst, dann siehst du mich öfters.
Und ob wir solche Übertragungen da öfters machen, kann ich im Moment nicht beantworten. Wenn mein Chef anschließend sagt, Dave, das hast du richtig scheiße veranstaltet, dann wird er mich wahrscheinlich nicht mehr reinlassen. Und wenn ich es einigermaßen gut mache, mir macht es Spaß, ich mache das gern. Das ist ein Gaudi, vor allen Dingen dann, wenn man in der 36. Minute 2:0 vorne liegt. Ja, also öfter sehen, wenn dann eben bei solchen Gelegenheiten zu solchen Auswärtsspielen des FCN oder aber ins Stadion kommen und im Defer Seidler ausgeben. Gell, Flo? Ja, wunderbar, weiterspielen, du hast einen Platz vor dir. Lauf. Oliver Sarg führt den Ball nach vorne. Spielt ihn raus auf den Behrens. Das ist ein Einwurf für uns. Und den Hannoveraner kann er mal einer sagen, wenn du mal einer meinen Hannover schubst, dann komm ich auf. Ja, man sieht im Moment den Clubblock, den Fanblock in Hannover. Das macht natürlich immer große Freude zu sehen, wie viele Leute zu so weiten Auswärtsspielen auch noch mitfahren. Hannover ist ja noch nicht gerade ums Eck. Das ist schon toll, wenn da immer noch 1.000 oder 1.500 Leute hinfahren. Und wenn ich das Stadion mir jetzt so anschaue und vergleiche es mit unserem, natürlich ist uns das auch nicht ausverkauft, aber so um die 30.000 haben wir in der Regel dann doch beim Club. Und das da, das schaut schon recht mager aus, was da an Publikum angeboten wird. Sicherheitsball nach hinten, ja, lasst euch Zeit, Buben, wir haben alle Zeit der Welt. Naja, diese. So verschiedene Sachen kommentiere ich gar nicht, weil sonst kennt er mich nicht mehr leiden nachher. Aber wirklich einfallen da die Hannoveraner auch nichts. Das Ganze spielt sich alles um die Mittellinie rum, ab momentan ab. Ach, ein bisschen schneller gewesen wären. Ja, komm, Anberger. War schon wieder im Abseits? Also soweit ich das bislang beurteilen kann, macht der Handwerker da draußen auf links einen ganz ordentlichen Job. Jawohl, geklärt und weg das Ding, super. Jetzt hinten raus. Und dann einmal, man sollte die Hannoveraner auch direkt im Spielaufbau stören. Also ich bin ein großer Freund von diesem Vorchecking. Das kostet zwar möglicherweise eventuell wegen mehr Kondition, aber man kann halt beim Gegner Fehler erzwingen und dadurch schneller im Ballbesitz geraten, wenn man ordentliches Vorchecking betreibt. Der da hat viel Platz vor sich. Handwerker in Nöten. Jawohl, ist draußen. Müsste Abstoß sein, der hat noch eine Berührung. Eine Ecke. Das war der Herr Deuchert, der da unseren Herrn Handwerker versucht hat zu überlaufen. Gut, na komm, mein Gott, das kann man auch besser klären. Der Herr Dovidan kriegt gerade eine gelbe Karte, weil er sich ein wenig in die Abwehr mit eingespielt hat und auch an Hannoveraner ein bisschen von die Füße geholt hat. Freistoßsituation vor dem Nürnberger Tor, Torentfernung 20, 25 Meter maximal.
Na? Was war jetzt das? Der Schiedsrichter muss offensichtlich erst ein paar Kampfhähne ein wenig beruhigen. Naja, das ist der Cedric, oder? Der da unseren Jäger weggeschubst hat. Oh! Ja, der hat den Freischuss direkt aufs Tor gezogen, aber Martini hat aufgepasst, alles gut. Alles wunderbar. Komm, Christian, wirf mal mit der Hand auf einen Spieler und mach mal einen Spielaufbau von hinten, dann nehmen wir die planlosen weiten Schüsse nach vorn, der natürlich jetzt wieder kommt. Und zack. Dürfte faul gewesen sein, ja. Ich denke, wir machen uns mit der Art und Weise, wie wir solche Spiele angehen, eigentlich das Leben selber schwer. Ja, wenn man von hinten einfach Bälle nach vorne trischt, in der Hoffnung, da wird schon irgendeiner stehen, aber es ist ja dann doch ein Hannoveraner Kopf oder Bein dazwischen. Der Ball, der kommt eigentlich in der Regel direkt wieder zurück. Deswegen denke ich, es ist vernünftig, wenn der Torwart den Ball wieder Hand auswirft auf einen der Außenverteidiger oder wo auch immer hin, wo er einen freien Mann sieht, nach Möglichkeit das Spiel noch schnell macht. Was machen wir denn wieder da hinten? Ich kann immer nur sagen, der Mann hat im Pinola seine Nummer auf dem Rücken, da muss also noch einiges kommen. Ja, Chris, wir können ja in der Halbzeit dann ein bisschen auf eventuell verbliebene Kommentare noch eingehen oder mal ein bisschen so aus unserer Sicht versuchen zu analysieren, was da abgelaufen ist. Genau. Aber nachdem wir 2 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit 2:0 vorne liegen, sieht das alles recht musprig aus da für uns. Es ist halt der Zweitligaspiel, da wird wirklich um jeden Meter, um jeden einzelnen Ball gekämpft. Von einem wirklichen Spielfluss ist da auf beiden Seiten nichts zu sehen. Aber das kann uns wurscht sein in der Klubberation. Wir führen 2:0. Ja. Jawohl, und jetzt. Ja, der ist gut, der Ball. Der Hack läuft auf den 16er zu. Ja! Hack! 3:0! 3:0! Abpfeifen des Spiels. Der Robin Hack! Der Robin Hack! Das ist einfach ein grandioser Fußballer, der Kerl. Hast du das wieder gesehen? Ja. Also einfach genial. Der nimmt den Ball an, der trickst 2-3 Leitler aus, der läuft um die rum, wie wenn die alle Deppen wären. Also ganz, ganz klasse. Robin Hack, das ist ein Spieler für die Zukunft. Wobei wir natürlich hoffen müssen, dass uns der da erhalten bleibt, nicht, dass der irgendwann einmal. Ja, schau dir das an, der lässt die zwei einfach stehen und dann schaut er den Torwart noch aus. Robin Hack, ganz große Klasse. Echter großes Kino, wunderbar. Und dem Chris sein Tipp, der stimmt auch schon. Also wir werden zur Halbzeit wahrscheinlich abschalten und dann trinken gehen. Genau. Und ich glaube, der Ball kam vom Hanno, ne? Das ist ja. Ein Zuspiel auf dem Hack, also super. Oh je, der Slomka kriegt die ersten Sorgenfalten. Er streicht sich mit beiden Händen übers hochrote Gesicht. Ja, Slomka, mein Gott, so geht's halt, wenn man gegen einen Club spielt. Die große Klubberer Überheblichkeit bricht halt manchmal einfach durch. Ich kann es auch nicht ändern, Leute, tut mir leid. Das ist doch so geil. Und jetzt kriegt wieder Hannoveraner die gelbe Karte. Jetzt werden es natürlich stinkert. Ne? Ich meine, die sind von der Tabelle her, stehen die ähnlich wie wir, einen lumpigen Punkt hinter uns. Aber nach dem Spiel, das sie jetzt auch noch verlieren, ich glaube, die haben überhaupt noch kein Heimspiel gewonnen. Ja, es darf auch so bleiben. Hannover, ja, naja, es sieht verdammt danach aus. Also, wir wollen jetzt einmal nicht den Cerberus beschwören oder wen auch immer, dass da nochmal sich so ein Ding wiederholt wie 13, 14.
Jetzt ist Halbzeit, Leute. Der Martinia quatscht mit dem Co-Trainer auf dem Rausweg. Der ist übrigens eine ganz tolle Maus, der Co-Trainer. Der gefällt mir ganz besonders gut. So, Halbzeit in Hannover. Chris, vielleicht kommen noch ein paar Kommentare, über die wir reden können. Oder? Ja, ich komme gerade gar nicht hinterher. Also das 3-0 kurz vor der Halbzeit, sind natürlich alle begeistert. Genial, genial. Einfach wunderbar. Christian Ammersbach schreibt, saugeil, endlich können wir mal stolz auf unsere Jungs sein. Ich meine, das konnten wir ja immer sein, aber jetzt passt auch das Ergebnis. Ja, ja. Wobei man als Franken-Pessimist an der Stelle vielleicht anmerken darf, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Wir warten, wie die zweite Halbzeit läuft. Es war jetzt spielerisch auch nicht in der ersten Halbzeit der große, das sagst, hast gemeint, Real Madrid wäre dran gewesen. Aber wir haben ein paar gute Spielzüge gezeigt. Der Hacker hat wunderbar Stella geschossen. Und vorher die beiden Kopfballtore, die waren genauso hervorragend. Also da kann man wirklich stolz drauf sein, heute, dass man ein Klubberer ist und dass unsere Freunde da in Hannover so ein tolles Spiel machen. Hoffen wir einfach, dass es in der zweiten Halbzeit so weitergeht. Ja, und der, also du sagst Pessimisten, also wir haben auch Optimisten. Natürlich schon Europapokal. Ich habe den Wort gelesen, Europapokal, das ist halt üblich. Der Club ist auf dem Tabellenplatz 17 und gewinnt 3-0 zur Halbzeit und dann schreit er im Stadion schon, Europapokal, Europapokal. So geht es beim Club. Ja. Aber sind wir froh, dass es so ist, wie es ist. Aber die Chancenauswertung heute? Naja, genial, hallo. Oder? Das waren eigentlich die drei Chancen, die wir in dem Spiel gehabt haben und die haben wir eingemacht. Ja, also so sehe ich das. Hervorragend. Die, wo nach dem Wetter fragen, kannst du rauslassen. Ja, die habe ich jetzt schon mal. Ja, haben wir auch keine Information drüber. Wir hocken in einem geschlossenen Raum. Und wer weiß, ob sie uns jemals wieder rauslassen. Bei dem Ergebnis bin ich guter Dinge, dass wir wieder rauskommen. Also. Ja, könnte man Glück haben, dass wir vielleicht von unserem Chef noch Bier kriegen zum Schluss. Stimmt. Da trinke ich dann ans Miet, bleibe ich bei meinem Wasser. Das ist eh leer, also vielleicht kommt da zur zweiten Halbzeit noch eins. Bedienung, wo ist denn das hübsche Madler von Grot? Das ist nicht mehr da. Harald Hess schreibt, 2-0 Führung, aber es wirkt trotzdem organisierter als die Wochen vorher. Harald Hess oder Heinz? Harald. Der Harald. Ja, ja, ja. Siehst du auch so, dass das organisierter wirkt? Naja, wir führen 3-0, was wollen wir da viel rummeckern? Ja, es war nicht unbedingt spielerisch jetzt das ganz große Highlight, was wir da sehen, aber wir haben auf alle drei, das waren eigentlich die drei Chancen, die wir gehabt haben in dem Spiel. Und da kann man durchaus einen Fortschritt sehen. Herrliche Flanken, wunderbare Kopfball-Weitergabe und am langen Eck steht einer, der was reinmacht. Fantastisch, Herr Markreiter, Behrens. Und dann zum Schluss der Störler vom Clan Robin Hack. Fantastisch. Also der begeistert mich immer wieder. Der Bro, ich habe es noch auf dem Sportplatz schon gesagt, habe ich wirklich einmal auf die Seiten gekommen nach dem Training und gesagt, Bro, das ist ganz großes Kino, was du da veranstaltest. So fleißig, eine Vorbereitungsspiele. Was ist der Kerl schon gerannt? Und vielen Dank. Sympathischer junger Mann, Traum aller Schwiegermütter wahrscheinlich. Das Lockenköpfler, das Blonde. Aber wenn der so weiterspielt, der Bub, der könnte uns noch ganz, ganz weit nach vorne mitbringen. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass wir mit Frey und Dovedan und Lohkämper und Geis, wir haben eine gute Qualität in der Mannschaft. Und wenn jetzt auch die alten Spieler, ja, also der Hanno zum Beispiel, der ja doch, das kann man zugeben, eigentlich schon seit anderthalb Jahren schwächelt. Ja, in der ersten Liga, wo wir gespielt haben, da war halt einfach zu defensiv, da hat er so defensiv ran müssen, da hat er einfach nicht mehr wirklich glänzen können. Und dann, ja. Gut, in der ersten Liga war keiner wirklich herausragend. Aber ja, da war der Trellack unser erster Verteidiger. Ne? Das ist natürlich auch einer, der jetzt demnächst wieder kommen wird. Also wir haben da auch noch Alternativen im Sturm. Aber ich denke mal, dass wir da schon jetzt eigentlich verdammt gut aufgestellt sind. Wenn wir es jetzt noch schaffen, wirklich so von hinten raus einmal spielerisch über zwei, drei Stationen ordentliche Kombinationen zusammenzubringen und dann derartig abzuschließen, mei, der geneigte Klubberer überzogen, es ist scheißegal, Hauptsache wir gewinnen und wir führen 3-0 und das bringen wir jetzt hoffentlich danach irgendwie über die Zeit, entweder wir schießen uns
oder wir fangen uns, das wäre in dem Moment jetzt auch nicht so schlimm. Bei 3-0 dann ist 3-1 zu kassieren, ist weit wesentlich angenehmer, als wenn es beim zweiten passiert, weil die Mannschaft dann, die gegnerische Mannschaft dann nochmal richtig kommt. Aber ich denke mal, der Trainer wird Ihnen hoffentlich die richtigen Worte sagen in der Halbzeit. Und dann haben wir ja auf der Bank auch noch ein paar Leute sitzen, die man dann unter Umständen in der zweiten Halbzeit einmal noch bringen kann. Gerade bei einem so einen Tabellenstand kann man dann, wenn einmal die 60., 65. Minute erreicht ist, da kann man schon mal den einen oder anderen Spieler eine Chance geben, so ist es, sich einmal zu zeigen. Da wird Medeiros gerade genannt, dass wir den auch noch auf der Bank haben. Wer wird genannt? Medeiros. Medeiros. Möglicherweise. Das ist natürlich ein super Spieler, der halt jetzt auch eine Zeit lang verletzt war. Der Sörensen, der hat es direkt geschafft in die Startelf nach der Verletzung, ist aber auch klar, weil wir den wirklich dringend gebraucht haben da hinten. Und ich denke mal, dass er den Juri Medeiros in der zweiten Halbzeit noch bringen wird. Und dann hoffe ich einmal, dass er mir genauso viel Spaß macht, wie letztes Jahr der Pereira teilweise gemacht hat. Mhm. Ja, wenn solche Leute einfach mit dem Ball am Fuß, früher war das für mich der, ach ja, nicht gerade die Davi, ja, war früher auch so ein Spieler, wenn der bei uns mit dem Ball am Fuß übers Wiesler gerannt hat, habe ich eine Gänsehaut gekriegt, so hoch. Ne, und das können nur solche Spieler erzeugen, weil die können am Ball was. Der kleine Hacker, das ist genauso drauf. Der macht ja Dinge, das ist unglaublich. Ja, ja. Der André Schultes wünscht dem Geiß auch noch ein Tor, dann passt alles. Ja. Ich meine, mir wird es 3-0 reichen, aber wenn wir schon mal jetzt so viele Tore schießen, dürfen es auch noch ein paar mehr werden, dann ist ja mir mein Tipp auch wurscht. Wenn du einen Dankgutschein gewinnen willst, dann muss der Club jetzt aufhören zu spielen. Also, sonst muss ich das Auto wieder stehen lassen nächste Woche. Muss aufpassen, dass das nicht langsam Rost ansetzt. Ich habe aber auch keinen Ersatzkanister dabei, sonst hätte ich den gegeben. Aber du wirst sehen, das bleibt bei mir. Also ich denke nicht, dass wir nur mal 3 schießen, kann ich mir schwer vorstellen. Aber wenn das Spiel so weiterläuft wie bisher, wunderbar, da werden gerade die Tore nochmal wiederholt, das ist doch einfach genial. Und unser Hannover, den freut es mir am allermeisten. Super, 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 super. Ganz toll. Das war eine innerliche Reichspartei da für unseren Hanno, das kannst du mir glauben. Das ist eben untergegangen wie Öl. Wunderbar. Der Hack ist einfach. Spitze, Hacke, Hack, Hack, Hack. Wunderbar. Der Mann mit der Nummer 17, der hat mir schon zweimal das Trikot versprochen, ich habe immer noch keins von ihm. Na, vielleicht gewinnst du es ja. Naja, nach dem Karlsruhe-Spiel, da ist er so stinkert gewesen, da ist er vorbeimarschiert, weil an dem Tag sind ja einige Sachen an ihm ein wenig vorbeigelaufen. Ich habe mir die Seele aus dem Leib geschrien davon. Aber gehen wir die Woche mal nochmal zum Training und dann fragen wir nochmal. Zählst du jetzt so eigentlich mit einem Typ bei der Verlosung, weil du bist ja jetzt mehr oder weniger ein Angestellter der Firma und die sind ja eigentlich wie beim Lotto auch ausgeschlossen, ne? Naja, ich hab so die Befürchtung. Dass uns der Schnabel wieder sauber bleibt, ne? Wir hocken uns her und blauen uns ab 2 Stunden lang. Aber zumindest habe ich ein neues Bier gekriegt, also ich glaube mal dein Wasser. Magst du jetzt ein Wasser? Ah, nein, ich muss ja irgendwie aufkriegen. Wenn ein Biertrinker zur Wasserflasche greift, dann allenfalls, um den Kronenkorken wegzubringen bei der Bierflasche. So ist. Ich stoße einmal mit Wasser mit dir an. Ich bin ja hier bekannt, ich kriege erst Alkohol nach dem Spiel, weil sonst fange ich einen rechten Scheiß an zu labern. Also noch schlimmer als wie sowieso schon. Ja, Freunde, ich nehme an, ihr trinkt euch da am Aasweidler Bier oder 2 in der Halbzeit. Eigentlich sind ja 3 erlaubt, wir haben ja schon 3 Tore geschossen. Was bringen die jetzt da her, fahr mal. Da kommt eine Frage nochmal an dich, Dave, und da wird gefragt, ob der Hack ausgeliehen ist, ob du das weißt. Nein, der Hack ist, da haben wir die Diskussion haben wir letztens schon mal gehabt, den Hack haben wir für 500.000 von Hoffenheim geholt
Und leider Gottes hat er allerdings eine Ausstiegsklausel. Die Hoffenheimer haben sich da eine Ausstiegsklausel für den Hagnall schreiben sollen. Demnach können sie ihn für 3 Millionen zurückkaufen. Ja? Aber wenn der Bub natürlich so weiterspielt, wie der im Moment spielt, dann ist der bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon 20 Millionen wert. Ja, sein Wert ist ja schon von 500.000 mittlerweile auf 1,5 Millionen gestiegen. Und jetzt warte mal nach dem Spiel, jetzt geht er sprunghaft in die Höhe. Ja, so dieses ganze finanzielle Gehabe gefällt mir persönlich nicht so gut. Es sind Riesenbeträge, von dem Hack jetzt einmal völlig abgesehen, den haben wir für 500.000 gekauft. Und das war, wenn man sieht, wie der Bub spielen kann, dann war das ein Schnäppchen. Ja? Und die Hoffenheimer, die werden wahrscheinlich jetzt alle schon am grünen Tisch zusammensitzen und sich irgendwas auch überlegen. Ich habe letztens mit jemandem darüber diskutiert, der hat gesagt, na, wir müssen halt verletzen. Ja, wenn er noch verletzt ist, noch ist er nicht rum. Ja, dann könnten wir vielleicht einmal fragen, Leute, weil ich das ja vorhin schon mal angesprochen habe, wie das unter Umständen bei unserem Club laufen kann. Wir gehen natürlich davon aus, dass wir da jetzt alle mit einem lockeren 4-0 oder 4-1 von mir aus nach Hause fahren. Aber was denkt ihr denn, wie es weitergehen wird in der zweiten Halbzeit? Schreibt doch mal ein bisschen was in die Kommentare. Dann haben wir da was zu tun und haben was zu beantworten. Ja, wie stellt ihr euch vor, dass die zweite Halbzeit abläuft? Glaubt ihr, dass wir das Spiel halten können? Oder denkt ihr, der Club fängt mal wieder wegen Schludern an, weil wir ja so hoch führen? Schreibt uns das, dann können wir darauf antworten oder irgendwas konstruieren draus. Das ist schon der erste Kommentar von Daniel Hübner. Er ist begeistert von der Defensive. Und du? Naja, wir haben ja vorhin einmal so eine Situation angesprochen, von Begeisterung, die jetzt auch noch nicht unbedingt sprechen. Sie machen eine ganz ordentliche Arbeit. Die Null steht ja noch da hinten. Das beweist es ganz eindeutig. Aber dieser eine Angriff, den wir da mal über links kommentiert haben, da haben sie den einfach laufen lassen, bis der schon am Pfosten war fast. Begeisterung noch nicht, aber Zufriedenheit in jedem Fall bislang. Ganz klar, da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Handwerker gefällt mir gut. Sörens macht eher einen guten Job. Marc Reiter hat schon Dörler gemacht. Um Gottes Willen, wer wird über den Marc Reiter meckern? Ja, wunderbar. Und dann haben wir auf der rechten Seite noch den Oliver Sorg. Und da habe ich ja gerade mal so eine dumme Bemerkung gemacht, von wegen, weil der die Rückennummer von unserem Binola drauf hat. Ich habe das einmal schon zu ihm gesagt, aber sich überhaupt bewusst ist, wessen Rückennummer er da trägt. Weil Binola, das ist ja in Nürnberg doch ein Begriff. Ja, genauso wie die 11 von Marek Minder. Allerdings war die mittlerweile schon ein paar Mal vergeben und nicht an unbedingt einen gleichwertigen Spieler verglichen mit dem Marek Minder. Aber so werden wir wahrscheinlich so schnell auch nicht mehr kriegen. Ach, den Pino nicht. Aber der Pino kommt ja wieder nach Nürnberg. Wenn er da drüben in Argentinien mit seinen Geschäftler fertig ist, der hat ja noch sein Haus da in Altenfurt oder Laufschweich, irgendwo da draußen, egal. Und die Kinder sind hier groß geworden in Nürnberg und Umgebung, die sprechen Deutsch, die wollen, denke ich, auch wieder haben nach Deutschland. So schön ist Argentinien nicht und ich glaube nicht, dass der Pino Rinderzüchter werden will da drüben. Nee. Da ist ja schon einiges im Gespräch, dass der Pino wiederkommt. Ja, die ersten Kommentare kommen jetzt schon. Jörg Ruprecht sagt, der erste hohe Auswärtssieg seit gefühlt 2 Jahren. Das ist wohl seine Erwartung für die zweite Halbzeit. Dann Marc Fiedler schreibt, am besten ich schalte in 45 Minuten erst wieder ein. Nicht so stressig. Ja. Es wär mit Sicherheit nervenschonend, jetzt abzuschalten und dann so kurz vor Spielende mal wieder reinzuschauen. Dann hat man sich das zumindest erspart, falls es schieflaufen sollte. Aber Leute, positiv bleiben. Das liegt uns Franken zwar nicht so besonders mit dem Optimismus, aber bei einem 3-0, da kann man schon mal optimistisch sein und es wird dann gleich wieder so sautum laufen. Ja, das sieht der Josh Duell auch so. Der schreibt am besten gleich das 4-0, dann wäre Ruhe. Genau, dann ist Ruhe im Karton. Spätestens dann ist Ruhe im Karton, wenn wir 4-0 machen sollten. Wobei ja 3-0 auswärts eigentlich auch schon wahnsinnig gut ist. Ja, dann kommt der Kommentar Sörensen. Marc Reiter und Jäger spielen das richtig gut. Von Lilly Fuchsbauer. Ja. Ja, die machen auch die Boom allgemein am Feld, machen auch ordentliches Spiel. Wobei man auch sagen muss, Hannover ist jetzt auch nicht wirklich zwingend. Also. Richtig. Ja, es spielt der Tabellen-12. Gegen Tabellen-13. oder 13. gegen 14. wie auch immer. Also das war zu erwarten, dass da natürlich jeder Meter auf dem Platz und jeder Ball heiß umkämpft sein wird. Und wir haben
bisher ganz eindeutig das bessere Ende. Wir haben 3 tolle Tore gemacht. Das waren auch nicht irgendwelche Zufallstore, sondern waren 3 wunderbare Tore. Da kann man mit recht stolz drauf sein, Leute. Und wenn es nach 45 Minuten noch immer nur so ausschaut, dann trinken wir ran. Noch an. Oliver Kaufmann, wir machen nochmal 3 und gewinnen 6-0. Also das letzte Spiel, was ich mich erinnern kann, da war glaube ich 8 zweite Liga, wo wir 6-2 gewonnen haben. Ach nee, das war im eigenen Stadion, war das genau, da haben wir gegen Union Berlin, glaube ich, 0-2 zur Halbzeit zurückliegen und das Spiel nur 6-2 gewonnen. Zu der Zeit war der Füllgeruch noch bei uns, der hat auch das eine oder andere Türchen gemacht. Aber 6-0, naja. Nehmen wir natürlich mit, kein Thema. Nehmen wir mit. Keine Frage. André Schultes schreibt noch, am besten zweite Halbzeit weiter konzentriert verteidigen und auf Konter lauern und am besten nachlegen mit 4 und 5-0 und dann ist auch gut. Ja, nehmen wir auch mit. Also natürlich, also wir dürfen natürlich auf der anderen Seite nicht vergessen, dass der Slomka in der Kabine wahrscheinlich im Moment im Dreieck hupft, ja, und seine Hannoveraner kräftig in den Hintern treten wird, weil sein Job steht ja schließlich und endlich auch auf dem Spiel. Ja, die haben noch kein Heimspiel gewonnen. Wenn die gegen uns jetzt noch mit 4-0 untergehen sollten, dann, Also mir würde das 3-0 genügen, schießen wir nur 4-0, ist wunderbar. Und wenn Hannover nicht mehr wie 2 schießt, dann wäre ich auch zufrieden, weil dann wäre mein Tipp richtig. Megaparade 78 schreibt auch, er wäre mit einem 3-0 am Ende zufrieden. Ich ja auch, habe ja gesagt, das ist mein Tipp. Ja, du sowieso, also, du hast das ja getippt. Aber konzentriert weiterspielen, das war völlig richtig. Aufpassen, dass uns nach hinten nichts passiert. Den einen oder anderen Konter fahren und vielleicht tatsächlich neues 4-0 machen. Und dann ist das Ding doch durch. Na, ich nehme an, dann winkt der Slomka schon mit, mit einem weißen Taschentuch da draußen. Oder schmeißt das Handtuch auf den Platz. So, jawohl, spielt zurück auf den Martini. Ja, für den Christian Martini wünschen wir natürlich. Das war wieder so leichtsinnig, hast du das gesehen? Da macht er so lange rum, bis der Hannoveraner heran ist. Wenn der Ball Play zurückbleibt, dann schießt er sich ins eigene Tor rein. Also, das ist immer die Gefahr, dass man bei einem so einen Spielstand verschiedene Leute drin hat unter Umständen, die dann leichtsinnig werden oder überheblich sind. Und das bekommt uns mit Sicherheit nicht gut. Hack verteidigt auf hinterster Linie. Ja, der ist ihm vorbei. Aber ganz klar, das ist jetzt auch schon deutlich zu sehen, die Hannoveraner werden natürlich Gas geben. Und unsere Chance ist eben dann aus so einer Situation heraus einmal den Ball zu erobern und mit einem schnellen Konter nur Tor nachzulegen. Und dann dürfte der Kampfeswille der Hannoveraner auch langsam auf ein Minimum schrumpfen, weil der 4-0 wieder aufzuholen, das schaffen die nicht. Ja, wenn unser Club hingegen jetzt tatsächlich in Hannover hier heute den Sieg nach Hause bringen sollte, die 3 Punkte, und wir gewinnen am Wochenende dann gegen St. Pauli nochmal im heimischen Stadion, dann können wir doch schon fast wieder vorne anklopfen. Dann sind wir doch schon wieder ziemlich vorne dabei. Mit 6 weitere Punkte, 9 haben wir, da wären wir bei 15 Punkten. So wie die Tabelle momentan ausschaut, könnten wir dann zumindest um Rang 5 oder 6 rum sein, weil eben die anderen, die spielen ja weiter. Wir sehen ja, wie Stuttgart und Hamburg ihre Spiele größtenteils meistern. Die Hamburger haben zwar im Derby Pech gehabt gegen St. Pauli. Nicht rummeckern, aufpassen. Ja, das Ganze sieht im Moment ein bisschen nach Hektik aus, die natürlich überwiegend von Hannover erzeugt wird, weil die wollen natürlich jetzt schwer nach vorn spielen und einen Anschlusstreffer irgendwo hinbringen. Ja, das war Hand, klar. Wenn man die Hand so weit wegstreckt, dann braucht man sich nicht wundern, wenn pfiffen wird. Unser Oliver Sarg, der ist doch von Hannover gekommen, gell? Der war doch Hannoveraner. Ja.
Boah. Jetzt machen sie hinten ein wenig Mist, die Jungs von Hannover, die allerdings. Das kann uns was sein. Jawohl, Balleroberung, Club und Naus auf rechts. Und jetzt. Komm, Hanno. Ja, der war ja nix. Der war ja gar nichts. Aber man hat den Eindruck, die versuchen viel über die Außen zu kommen. Ja, ne? Ja, ja. Man hat ja auch an diesen Kopfballstätten gesehen, dass das das richtige Mittel wäre. Mhm. Soll er jetzt wieder pfiffen? Naja. Ist in keiner gefährlichen Zone. Der Oliver Kaufmann schreibt, die nächsten 10, 15 Minuten unbeschadet überstehen und am besten das vierte Tor nachlegen, dann ist das Ding durch. Das ist immer noch ja, eine halbe Stunde. Ganz logisch. Ganz logisch, das ist ja völlig richtig, was er da sagt. Aber Oliver, das müssen wir schon mal so hinbringen. Wir kennen alle unseren Club. Ich lasse mich gern Lügen strafen, wenn das anders ausgeht und wir tatsächlich ein 4-0, 5-0 machen. Kein Thema. Aber wir müssen natürlich schon auch mit Gegenwehr rechnen. Denn Hannover will auch nicht unbedingt in die Abstiegszone geraten. Die haben auch andere Zielsetzungen gehabt für das Jahr. Aber nachdem die Förder ihr Kirchweihspiel ja auch vergeicht haben, könnte man ja mit einem Sieg über St. Pauli da haben, dann einmal zumindest an der Westvorstadt schon wieder vorbeiziehen, damit diese Dinge mal wieder geregelt sind. Weil das ist ja immer unangenehm, stößt man das jedes Mal auf, wenn die Tabellen anschauen und sieht, dass die Förder so weit vorn sind. Aber gegen Kiel und noch dazu ihr Kirchweihspiel, da haben sie ja gar nicht gut ausgeschaut. Der Marc Reiter liegt am Boden und schimpft. Situation wieder bereinigt. Martinia schießt den Freistoß nach vorn. Komm, jetzt runterholen den Ball und richtig annehmen. Ja, Hannover greift natürlich an, aber bislang haben wir das ganz gut im Griff. Schauen wir mal, auf welcher Seite die nächste gefährliche Aktion passieren wird. Der Clubwalter fragt, weil du den Pino vorhin erwähnt hast, wo du deine Infos schon wieder her hast. Wen? Der Clubwalter. Über den Pino, weil du den Pino vorhin erwähnt hast, dass er wieder zum Club kommt. Naja, das ist doch allgemein bekannt beim Club draußen. Das ist doch Gesprächsthema Nummer 1 am Pfalzner Weiher. Der Pino kommt irgendwann wieder heim. Nachdem der Herr Balikutscher ja sowieso viele von unseren altgedienten Spielern irgendwo wieder ins Mannschaft, in das Gefüge da draußen eingebaut hat, denke ich, dass es mit dem Pino ähnlich laufen wird. Wobei er mir im Moment ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, was der Pino dann am Pfalzner Weiher für einen Job ausüben könnte. Aber lassen wir den Boomer schon mal wieder nach Nürnberg kommen. Ich denke, das wäre für alle einfach ein Riesen-Gaudi. Der Pino, der braucht bloß ins Stadion beim Heimspiel mal reinlaufen. Im Jogginganzug oder was weiß ich was. Da flippt doch das ganze Stadion. Hack! Oi! Ja, da, wenn er nur Schritte nach rechts vorher gemacht hat. Aber das war das, was wir sehen wollen, dass dann zwischendurch eben ein Konter kommt. Und dann ruhig einmal aus 20 Metern auch schon abschließen oder vom 16er aus abschließen und nicht immer ein Ball ins Tor reintragen. Aber wir haben das bislang so gut gemacht, wir brauchen einfach bloß so weitermachen, wie wir es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und der Alex, siehst du das? Das ist das, wenn man Vorchecking macht. Wunderbar. Wer fragt? Der Alex schreibt uns, bei einem Sieg sind wir heute schon an Fürth vorbei. Wäre noch besser. Was? Bei einem Sieg sind wir heute schon an Fürth vorbei. Naja, wenn das tatsächlich so ist, dann sollte es wunderbar sein. Freue mich drüber. Ich habe jetzt die Punkte vor die Westvorsteher wirklich nicht im Kopf. Ich weiß bloß, dass sie ganz Stückchen vor uns gewesen sind.
Und jetzt lasst uns mal den Sieg einfach heimbringen. Martinia fängt den Ball sicher aus der Luft. Den Sieg heute heimbringen und dann kehrt doch auch wieder ein ganz anderer Geist in der Mannschaft ein. Das Selbstbewusstsein der Mannschaft wird doch immer besser mit jedem Sieg, den wir erzielen können. Essener Kreis hat offensichtlich was abgekriegt. Ja. Aber auch ausgeteilt. Ja, na, der macht sowieso einen recht kompakten Eindruck, der Herr Geis. Also ich glaube nicht, dass der so leicht sich was fallen lässt. Ein guter Spieler, den wir da dazu gekriegt haben. Auch einer mit Fürther Vergangenheit. Wie auf der anderen Seite der Herr Pripp. Achtung, ey, da waren wir ja schon beinahe wieder so weit. Schön. Ja, so weitermachen, das läuft ganz wunderbar. Ich kriege gerade die Information rein, dass ich euch bitten soll, morgen Abend wieder auf demselben Kanal, nämlich auf ZEF-TV einzuschalten. Um 19 Uhr ist der Clubteig mit dem Uli Diekmeier von den Nürnberger Nachrichten und mit dem Chris, wie heißt der, Biechele vom Kicker. Also morgen Abend, 19 Uhr, Clubteig mit Uli Diekmeier. Und Chris Biechele vom Kicker. Ja, das gerade eben war auch nochmal so eine Situation, da hätte schon beinahe rappeln können, ne? Jawohl, sauber. Handwerker, super. Gerade für solche Spieler wie jetzt Handwerker oder Nürnberger, beim Hacktrauer muss ich jetzt gar nicht sagen, das ist zwar auch nur ein junger Bursche, aber was der drauf hat. Ja, aber für die anderen ist es doch unheimlich wichtig, dann bei solchen Spielen dabei zu sein, einigermaßen ein gutes Spiel zu machen und mit 3 Punkten vom Platz zu gehen, zu wissen, ich habe meinem Verein geholfen, heute mal ein geiles Spiel gemacht, da kann man die Brust wieder rausstrecken, da kann man gegen St. Pauli einlaufen mit so einem Brustkasten. Ja? Und das ist ganz, ganz wesentlich. Und im eigenen Stadion, nachdem jetzt da hoffentlich heute der Sieg vorausgeht, werden wir mit St. Pauli auch fertig werden. Ja, das frühe Tor hat ja Sicherheit gegeben, gleich zu Beginn. Da muss man dranbleiben jetzt einfach. Ja, man ja. Man merkt es aber auch an der Körpersprache, dass man heute einfach frischer besser ist, drauf sind, besser drauf ist. Ganz genau, ganz genau. Man auch mal den Ball hinterherläuft und nicht nur hinterher schaut. Also. Das ist für mich sowieso das einzig gewinnbringende Prinzip, wenn man auf dem Platz da draußen wirklich 11 Leute hat, die gut zusammenpassen, wo der eine einmal auch bereit ist, für den anderen einen Fehler auszubügeln oder ein paar Meter zu laufen, weil der andere eben nicht mehr rankommt. Also das Musketier-Thema, alle für einen, einer für alle, das wäre so das, was man entsprechend, der Herr Teuchert macht auch schon ein ganz enttäuschtes Gesicht. Er denkt, wo sich mit einem Foul ins Spiel zu bringen. Ja, ja, und ich glaube, da sind gut drauf im Fanblock. Da geht's richtig gut ab. Vor Hannover habe ich noch nicht viel gehört, so aus dem Rund. Jawohl, das fällt mir im Moment. Die gehen gleich direkt drauf wieder. Die gar nicht erst kommen lassen, dann passt es. Sieht gut aus im Moment und wir marschieren auf die 60. Minute langsam zu. 57 Minuten sind gespielt. Ja, ja, jawohl, Ball sichern, wunderbar. Naja, also das war jetzt natürlich wieder eine Flanke, die...
Nein, komm, geht dran, das ist der Hanno, der Bruder. Der Herr Magrade beschwert sich da gerade im 16er wegen herangegangen worden zu sein. Aber es gibt Abstoß von der Mercator. Liegt der Hannoveraner am Boden. Jetzt habe ich gemeint, der hat ein Loch im Stutzen hinten drin, aber da ist das Vereinswappen, was da drauf geknirrt ist. Ja, da war der Hack schon wieder dran, aber da hat er wahrscheinlich gesehen, dass der Torwart ein wenig weit draußen ist, deswegen hat er dann gelupft, wäre jetzt untertrieben. Er ist ein wenig arg hoch übers Tor. Aber probieren, das ist völlig richtig. Gerade bei dem Ergebnis, da kann man schon mal aus 16 bis 20 Meter wirklich draufhauen und mal probieren. Das Hannoveraner Spiel spielt sich momentan auch überwiegend in der eigenen Hälfte ab. Also recht fällt ihnen nichts ein, ne? Ne, ne. Club stört knapp hinter der Mittellinie. Man hat zwar unmittelbar nach der Halbzeit war deutlich zu merken, die wollen, die rennen auch, aber mittlerweile hat sich das wieder egalisiert irgendwie. Finde auch gut, dass man zumindest an der Mittellinie schon angreifen. Direkt draufgehen. Wenn der Schiedsrichter natürlich für kleinlich pfeift, dann gibt es immer dann gleich einen Freistoß für die anderen. Aber solange sich das an der Mittellinie abspielt, ist das auch noch nicht so tragisch. Warum spielt denn der nicht auf links aus? Der steht schon da an der Lande. Weiter Ball von Hannover in den 16er. Aber da sind schon 5-6 Klubber da hinten. Der Oi! Da war noch eine Uiuiui. Cedric Deuchert hat aufs Tor geschossen, ist auch noch abgefälscht worden vom Clubspieler, hat aber dann Gott sei Dank gefährlicher Aussteller, als wie es war. Zuerst hat er einen Handwerker umspielt. Der Markreiter hält die Brust rein, die breite österreichische Brust hat er reingehalten. Gott sei Dank ist er nicht ins eigene Tor, sondern eben dran. Chris, wie schaut es aus mit den Kommentaren? Jetzt warten wir erst einmal die Ecken da noch ab. Und Abschlag. Alles ja, gut. War ungefährlich. Ja, ich glaube, die Fans sind alle sprachlos. Wunderbar. Es kommen gerade nicht so viele rein, aber Shogun 23 schreibt, zu Recht, der Club ist Weltklasse. Ich habe es zwar verfolgt, da ging es um FIFA, aber ich habe es jetzt einfach mal so übernommen. Ja. André Schultes schreibt, Zweikampf, jeder für jeden, das gefällt mir sehr gut. Das war das, was wir gerade eben schon angesprochen haben. Genau. Das ist die Idealvorstellung, dass also jeder für den anderen mit reinhängt. Und wenn wir auf dem Level einmal sind und dann das auch halten können, wir haben in der Hinterhand noch genug Spieler, der Medeiros, der hoffentlich noch kümmern wird, weil den würde ich schon gerne ein bisschen sehen. Und dann kommt ein Trellack noch zurück und Valentini wird demnächst wieder einsatzbereit sein auf rechts. Dann haben wir mal eine Alternative zu dem Oliver Sorg. Und wie gesagt, der Lohkämper, muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe nicht so recht, dass der nicht drankommt, der Bursch, weil der hat wirklich gute Spiele gemacht und naja. Der Alex sieht es auch so, die Jungs kämpfen heute um jeden Meter, so gefällt ihm das. Ja. Kann man so unterschreiben. Und Florian Göbel schreibt, so wie er das sieht, wird jetzt nur noch auf Abwehr gespielt. Ja. Wenn es so ist, solange wir die drei Punkte jetzt damit heimnehmen, ist es ja eigentlich wurscht. Ja, also Florian,
das ist doch total egal, ob wir jetzt weiter stürmen wie die Weltmeister und wirklich nur 5 oder 6-0 gewinnen, wenn es denn dann klappen sollte. Oder ob wir einfach sauber verteidigen, den Ball versuchen in die eigenen Reihen zu halten und ab und zu einen Konter zu fahren. Dann wäre doch das schon mal optimal für dieses Spiel. Weil besser als wie bis jetzt kann es ja eigentlich nicht laufen. Ich denke, wir haben eine Riesenqualität in der Mannschaft mittlerweile. Und wenn die Jungs sich einmal wirklich noch richtig gefunden haben, jawohl, da geht jetzt über links was. Ja, komm, setz dich durch, Bursch. Jawohl, er kämpft sich durch, der Handwerker, und bringt die Flanke. Hui! Super! Mein Gott, der Frei ist da reingerutscht und beinahe. Aber schön vom Handwerker, ne? Hat sich da ganz toll durchgekämpft da an der linken Seite. An der Linie entlang nach vorne, ja. Ganz toll. Aber Ja. Nein, ich glaube, es gibt einen Abschluss, der glaube ich war der Frei. Aber da hat man auch wieder gesehen, der Frei gleich hinterher, war schon wieder an der Außenlinie. Er ist am Ball vorbeigeflogen. Der ist überall der Frei. In irgendeinem der letzten Spiele, wo er dann einmal 20 Minuten vor Schluss gegangen ist, von dem Zeitpunkt an, wo er weg war, haben wir keinen Kopf mehr gewonnen. Ja, weil der ist immer da, also das ist ein sehr sympathischer und ein sehr guter Mann. Komm, greif den an. Naja, also das war zwar ein recht schöner Angriff von den Hannoveraner, hat auch recht gefährlich ausgesehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Teuchermann, der musste nochmal steil spielen. Das war dann irgendwie zu viel, weil da war unser Torwart schneller dran. Wir haben ja da hinten schließlich einen Christian Martenia drin. Auch für ihn wird es eminent wichtig sein, einmal wieder die Null zu machen da hinten. Wir haben zu viele Gegentore kassiert die letzten Spiele. Ich glaube 13 an der Zahl, ne? Mhm. Naja, wenn da heute keins mehr dazukommt, dann passt das schon. Was hat denn der Herr Schiedsrichter? Warum grindern? Hannover wechselt ein, da kommt mit der 19 ein Hansson. Das klingt fast wie ein Schwede. Prip hat er gelb, glaube ich, ne? Kann das sein? Prip raus. Und ein Hanseln rein. Jawohl. Gut. Hätte er gleich noch einmal wieder weiterspielen sollen. Sehr schön. Wir werfen, oder? Ja. Na. Wir finden uns in Spielminute 67, also noch 23 verbleibende Minuten plus die eventuell auffallende Nachspielzeit. Aber einen Videoassistenten haben wir bisher noch nicht bemühen müssen und es wird hoffentlich auch so bleiben. Ja, hat er jetzt das nicht mitgekriegt, dass hinter ihm einer ist? So, weiter. Naja, also. Ja, das war wieder ein sehr optimistischer Schuss. Der selbst dann, wenn der Torwart nur weiter draußen gewesen wäre, das Tor vermutlich nicht erreicht hätte. Aber die machen das gut hinten drin. Also spielen im Moment super von hinten raus. Wenn wir jetzt noch ein bisschen
Da fand er die richtige Anspannung. Ja. Oi! Hat auch wieder gut ausgesehen. Hack gibt von rechts rein und Dove dann rutscht in den Ball. Leider Gottes ein bisschen dran vorbei. Aber das sieht alles wirklich schon sehr ausbaufähig. Da haben wir ein paar Zentimeter gefehlt. Ne? Nicht viel gefehlt, ja. Echt ausbaufähig, was die Jungs da machen. Da kann ich am Mittwoch gut gelaunt zum Training gehen, weil morgen kriege ich ja dann wahrscheinlich frei. Wieder am Ballverlust dem eigenen 16er, sagen wir mal, aber wir haben den Ball schon wieder und greifen an. Jawohl, Etzeler. Gleich dranbleiben. Haben wir beinahe schon gehabt. Naja. Die Jungs verteidigen recht gut da hinten. Ab und zu fahren wir den einen oder anderen Konter und so bringen wir das Spiel wunderbar über die Zeit, weil denen Hannoveraner fällt nicht wirklich was ein. Ne, aber man muss aufpassen bei so Situationen in den 16er, wie eben einmal, da rutscht immer noch mal leicht einer durch und das braucht es jetzt wirklich nicht. Der Herr Deuchert verliert den Ball gegen den Herrn Handwerker. Also was der Junge da hinten macht, gefällt mir sehr gut. Der Handwerker macht einen recht guten Job. Ganz toll. No. Was jammern Sie denn schon immer? Die Reklamiererei immer mit dem Hand und Pipapo. Ja komm, der geht ja bald, der klappt. Jawohl, saubere Ballannahme, frei müsste das sein, ne? Ja. Hopp! Ah, leider ist er hängen geblieben beim Abschluss, aber er holt sich den Ball wieder. Aber von seiner letzten Aktion liegt noch ein Hannoveraner auf dem Platz. Den müssen wir erst einmal reparieren. Ja, die Bewegung ist zum Ball gegangen mit dem Arm, also das hätte schon sein können, aber sind wir doch froh, wenn der Schiedsrichter dann nicht gleich das Trillerpfeifchen in Aktion setzt. Leute, ich kann euch sagen, heute Abend können wir, glaube ich, alle miteinander gescheit feiern. Jeder halt da, wo er gerade ist, also verabreden will er mich jetzt nicht gerade mit jemandem, weil bis ich hier rauskomme, wird es dann wahrscheinlich eh schon 10:30 oder gar 11 sein. Aber ich werde mir daheim heute auch noch ein Fläschchen aufmachen. Also nach so einem Spiel, nach endlich einmal einem richtigen schönen Erfolg, da muss ich auch der Dave da einem was Gutes antun. Ja, das ist doch gut, wenn die finden kein Mittel, die Hannoveraner da durchzukommen im Moment. Naja, das war schon sehr artistisch, aber er hat noch reingebracht und jetzt kriegen wir auch noch eine Ecke. Das hätte es aber auch nicht gebraucht. Naja, kurz ausgeführt die Ecke von denen. Torwart, jawohl, alles gut. Ja. Naja, so wie es aussieht, können die Hannoveraner durch ihre Spielweise den Schaden etwas begrenzen, nämlich dass das möglicherweise beim 3-0 bleibt, aber wir haben noch 18, fast 20 Minuten zu spielen, da wird unser Club schon nur den einen oder anderen schönen Ball in den 16er einbringen und dann schauen wir mal, was draus wird.
man kann, so wie es ist, mit dem 3-0 hochzufrieden sein. Alles Paletti, wenn wir jetzt die zweite Halbzeit noch sauber runterspielen und einfach dieses Ergebnis nach Hause bringen, dann ist es gut. Schießen wir noch das eine oder andere, dann nehmen wir das auch gerne in den Kopf. Gerade im Moment wegen der Diskussion, der Herr Frey hat einmal einen kleinen Rempler verteilt. Leider Gottes direkt unter den Augen des Schiedsrichters, so soll man auch nicht so oft machen. Bei dem Frey sieht es ja anders aus, der ist ja meines Wissens noch nur ausgeliehen, ne? Von Fenerbahce Istanbul. Der ist noch ausgeliehen, aber vielleicht kann man den weiter leihen, wenn er die da drunten nicht braucht. Der Benjamin Kambach hat da einen Kommentar zum Frey. Wo ist er hin? Dafür, dass uns der Frey von der Presse verkauft wurde, als hätte er zwei linke Füße, freut es ihn, dass er bis jetzt so eingeschlagen hat. Ja, ja, selbstverständlich. Absolut. Selbstverständlich. Da gibt es überhaupt über keinen der Neuzugänge großartig was zu meckern. Also ja. Ich sehe die ganzen Neuzugänge, also die jetzt gerade auf dem Spielfeld sind, ein Dobe da, ein Geis, ein Freier, Hack, das sind doch alle super Leute. Die spielen einen ordentlichen Fußball und wenn wir uns einmal gefunden haben, dass einmal das Zusammenwirken der einzelnen Positionen noch besser klappt, dann können wir durchaus da oben mitspielen. Jetzt ist einmal im Moment meiner Meinung nach wichtig, überhaupt einmal die Sicherheit zu finden in der Mannschaft. Ja? Und dann kann man auch wieder weiter nach vorne anklopfen. Wenn wir jetzt das Spiel heute reisen und dann noch gegen Pauli, dann sind wir doch schon wieder vorne dabei. Dann darf man allerdings nicht überheblich werden. Und auch ich mich eigentlich auch sehne, das wäre endlich mal so einen gewissen Stamm zu finden. Ja, dass nicht jedes Mal 3-4 Leute auf irgendwelchen Positionen ausgewechselt werden. Aber im Moment warte ich eigentlich darauf, dass er endlich den Medeiros reinbringt. Aber vielleicht steht er da unten schon am Spielfeld dran und ich kann das von hier aus nur nicht sehen. Ja, da kommt die Frage nach der Größe, was die Trikots haben, die verlost werden. Das ist eine gute Frage, aber ich würde sagen, Shogun, hau dir die Pizza rein. Zur Not am nächsten Tag mal eine weglassen. Wie war die Frage? Der Shogun hat gefragt, welche Größe die Trikots haben, die verlost werden. Naja, aber es sollen ja Originaltrikots rein und wenn es ein Originaltrikot vom Hack ist, dann dürfte also so ziemlich jeder gesunde Franke auf gar keinen Fall da reinpassen. Das geht nicht, weil die Trikots fallen ohnehin sehr klein aus und die Jungs, die haben halt mal einfach Traumfiguren. Da liegt das Trikot wunderbar. Ich weiß noch, mir hat einmal nach irgendeinem Spiel ein schweißnasses Trikot übergezogen, ein Spieler, das war damals vom Chandler. Ich hab fast einen Notarzt gebraucht, weil ich in dem Trikot drin war, eine Schnappatmung gekriegt. Also das Trikot vom Frey hingegen kann ich mir vorstellen, dass das am einigermaßen gut gewachsenen jungen Mann noch gut stehen kann und auch passen kann. Beim Hacksal-Trikot, also ich weiß nicht, naja, der kleine Schwester kämpft mir sehr eventuell hochziehen. Die freut sich auch drüber. Weil ich habe mal, ich erinnere mich daran, ich habe mal vom Edgar Salli ein Trikot gekriegt. Das war halt so, das ist unglaublich, wie der überhaupt an einen einpassen kann. Und wie gesagt, der gesunde Franke, der hat ein wenig einen Bierbauch und der kann in so ein Trikot auf gar keinen Fall rein. Das vom Frey, denke ich, das könnte schon jemand anziehen, solange er noch einigermaßen bei Figur ist. Beim Hack wird es, wie gesagt, schwierig. Aber eine Pizza macht es dann auch nicht. Also. Ja, und es geht ja auch bei einem so ein Trikot, wenn ich von einem Spieler ein Trikot kriege, dann hat es für mich einfach über Jahre hinweg einen Erinnerungswert. Ja, ich habe einige Trikots im Schrank hängen, nicht allzu viele, aber da sind dann eben alte Hautdegen dabei, wie es ein Chandler war oder noch weiter zurück, ein Andy Wolf zum Beispiel. Ja, vom Pino habe ich noch Trikot, aber einige haben wir natürlich auch meine Kinder im Laufe der Zeit abgeluchst. Aber in die Trikots auch reinzupassen, da kann ich mir vorstellen, dass das wirklich nur einer kann, der sehr, sehr schlank ist. Der sehr viel Salat isst. Keine Scheifele. No Surrender fragt, überzeugendes Spiel? Also das Spiel überzeugt mich bislang. Da sind die einen oder kleinen Nageleien dabei in der Hintermannschaft noch. Aber das Spiel überzeugt mich total. Ich finde, es ist hervorragend, was wir da bisher auf den Platz bringen. Und wenn wir jetzt noch verhindern können, dass die Hannoveraner ein Tor bringen oder schießen, dann wäre es noch wunderbar. Ich würde es dem ja gönnen, dass er endlich einmal die Null wieder hat. Weil da waren ja leider Gottes auch ein paar Unsicherheiten noch vor einigen Spieltagen.
Aber ich denke auch, dass es schon wichtig ist, dass man dem Torwart da das Vertrauen schenkt, solange da jetzt nicht nochmal was Größeres passiert. Der wird seine Sicherheit wieder zurückgewinnen. War ja die Phase, wo er Papa geworden ist, da kann man schon vorstellen, dass andere ein bisschen am Rad dreht und nicht mehr so ganz bei der Sache ist. Ich darf mich an den Rausch gar nicht erinnern, wo mein erster Sohn geboren worden ist. Da reden sie, glaube ich, heute noch in Reigelsdorf drüber. Ja, Hannover, gut gestört, aber noch nicht geklärt. Jetzt dürfte der Ball geklärt sein, oder? Ja, geht wieder von Hannoveraner. Das sind genau diese Bälle, wo ich vorhin gemeint habe, warum kann man den nicht einmal sicher machen, erst den Ball und dann vernünftig. Wenn er dann einfach weggedroschen wird, landet er zwangsläufig immer wieder beim Gegner. Aber wie gesagt, im Moment eigentlich egal. Was ist denn los? Da ist er, der Robin. Ja, für die Klubberer ist es schon ganz schön anzuschauen, das Spiel. Nein, weil der Kommentator gerade meint, das wäre nicht so schön anzuschauen, natürlich. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das ist natürlich spielerisch. Jetzt nicht unbedingt das absolute Highlight, aber aus unserer Sicht gesehen deutlich mit einem besseren Ende und von daher passt schon, Jungs. Der Herr Deuchert hat wahrscheinlich auch davon geträumt, im Club heute Patsche zu, ja, er vielleicht nur ein, zwei Dörler beizusteuern. Das hätte dann bestimmt gescheit gefreut. Na. Hey, Schuss von frei aufs Tor, aus dem Gewühl heraus, knapp am rechten Pfosten vorbei, also einen guten Meter, sagen wir mal. Anscheinend hat er was abgekriegt bei der Geschichte, ja, der haut nicht noch. Ja. Mensch, grüß die Leute da draußen, die uns da was schreiben, die müssen doch auch langsam ausflippen vor lauter Freude, oder? Das Spiel wird immer näher, geht dem Ende entgegen. Ja, vielleicht sind jetzt ein paar schon müde worden und sind eingeschlafen, weil nichts mehr passiert, aber wie gesagt, 3-0 reicht. Kann man sich ganz entspannt antun bis zum Schluss. Jawohl, ganz entspannt. Geist, lass uns ein wenig Zeit. Petrak hätte den Einsatz verdient, schreibt Helmut, das ist auch Paar. Wer hat es gesagt? Helmut Paar. Ja. Und das ist eindeutig auch meine Meinung. Ich kenne den Mann von Facebook her. Aber also, der Name ist da halt der Begriff dann. Aber das ist meine Meinung auch. Der kriegt auch viel zu wenig Einsatzzeiten. Der Petrak ist für die Sechs ein guter Mann. Aber schau mal, Eras hat sich mehr oder weniger auch rausgespielt, so wie es ausschaut. Ne? Aber ich könnte mir den Petrak gut auf der Sechs und den Geis auf der Zehn vorstellen. Das steht mir gut gefallen. Da kann der Geil so aus 20, 25 Meter ab und zu mal einen Hammer loslassen. Und ich denke auch, dass er die Erfahrung hat, um als Zehner ein bisschen das Spiel mit zu organisieren. So langsam kennen sie sich ja doch schon etwas besser, die Mannschaft. Und kann ich mir gut vorstellen. So, kommt jetzt die Ecke irgendwann. Ja, Matthias Schmidt sagt, jetzt machen wir noch eins nach der Ecke. Schauen wir mal, wie lange es noch dauert. Eckball, Kopfball, Tor. Oder wie wir es immer gemacht haben, zweimal Kopfball, eine Verlängerung und dann der nächste macht er neu. Schauen wir mal. Vielleicht haben sie da wieder was aus Köln oder so. Was ist denn da los? Warum ist denn der zusammengefallen? Hat er keine Kraft mehr oder was? Keine Kraft mehr hat er was gemacht. Aber Videobeweis hat auch nichts ergeben. Nein, überhaupt nicht. Etwa Ecke Geis. Ja! Ja! Eckball, Kopfball, Tor! Der Club. Das gibt's doch nicht! Wer war's? Matthias Leute, Schmidt. Leute, 4-0 und wieder der Marc Reiter, oder? Matthias Schmidt hat's vorausgesagt. Ich hab's ja gesagt. Jetzt nach der Ecke. Alter Schwede, Eckball, Kopfball, Tor. Also, nur schön, da kann's ja gar nicht gehen. Der Club führt 4-0 in der 82. 83. Spiel, Leute. Ihr lieben Leute da draußen, macht der Seidler auf.
schneidet euch ein Stückchen vom besten Kron ab. Lasst es euch gut gehen, unser Club. Ja, wunderbar. War da nicht auch noch Hanno noch dran? Nee, der war nicht dran. Eckball und direkt Markreiter auf dem Kopf von da. Ja. Also ich freue mich ja, aber mein Tipp hat es jetzt versaut. Sei mir nicht besser, aber scheiß auf deinen Tipp. Ja, das tut natürlich auch einem Kanadi sehr gut, einem Herrn Kanadi sehr gut, kein Thema. Aber was die Mannschaft heute gebracht hat, es war auswärts ein wunderbares Spiel. Da wollen wir gar nicht auf irgendwelche Kleinigkeiten eingehen. Es war ein tolles Spiel. Und wenn es dann zum Schluss hier wegen langweilig zu werden drohte, habt ihr ja gesehen, dann machen wir eine Ecke und schießen es 4-0. Und damit dürfte das Ding doch durch sein. 84. Spielminute mittlerweile. Nachspielzeit wird es nicht allzu viel geben. Ich rechne nochmal mit 3 Minuten, wenn da nicht nur irgendwas passiert. Also verletzungstechnisch. Das gefällt mir. Ist der Handwerker gewesen, gell, oder? Ah, da ist er. Medeiros ist auf dem Platz. Juri Medeiros. Jetzt schauen wir mal, ob er uns der noch ein bisschen was zaubert. Ist natürlich immer schwierig, wenn man so 10 Minuten, ich stelle mir das schwierig vor, so 8 Minuten vor Schluss eingewechselt zu werden. Ich meine, bei dem Spielstand ist es wunderbar. Aber was will da der Einzelne jetzt noch viel reisen? Kann man halt nur hoffen, dass er wenigstens eine oder vielleicht 2 Situationen kriegt, wo er mal ein bisschen zeigen kann, wie ballfertig das er ist. Und der Mann, der ist fertig am Ball, also der kann was. Da kommt Hannover einmal wieder, jawohl, und jetzt sind wir schon wieder. Noch einmal auf Hannover, ach, der schießt einen 10 Meter übers Tor, alles gut. Ja, wir sehen gerade so traurige Hannoveraner Fans auf den Rängen stehen. Ja, die sind bedient für heute. Zeige ich lieber den Fanblock vom Club. Da sieht man Leute, die sich freuen. Ja, Herr Slomka, das wird schwierig. Du sagst es. Kein Heimspiel gewonnen, also Slomka ist da mit Sicherheit schwer in der Kritik. Die Kommentare hier sagen auch, das war's für Slomka. Ja. Gut. So sieht's vermutlich aus. Naja, das spielen wir jetzt gar ordentlich zu Ende, hinten nichts mehr reinlassen. Da vorne braucht jetzt gar nicht mehr großartig was passieren. Jawohl, Hauptsache, ja, der war ein wenig sehr gut gemeint, der Ball da. Da hätte der Hacker ein wenig längere Bahn gebraucht, um den noch zu erreichen. Wer kommt jetzt da noch? Mit der Nummer 10, der Kerk. Sebastian Kerk. Kriegt da noch ein paar Einsatzminuten. Für den Hack, jawohl, der Hack ist ja genug gelaufen. Prima, gibt dem Jungs eine Pause. Shahi, der drückt dann gleich, wunderbar. Ja, der Busch macht Freude. Ich denke, wenn da ein richtiger Hack-Fan draußen ist, der ist halt an Hacke dicht. Der Ball ist ihm aus. Wir schreiben mittlerweile die 87. Spielminute. Oliver sagt beim Einwurf. Ein bisschen geplänkelt im Mittelfeld, da passiert weiter gar nichts momentan. Naja, ich denke mal, der Kampfeswille bei den Hannoveranern, mit dem sie zweifellos aus der Kabine kommen sind nach der Halbzeit, der dürfte jetzt vorbei sein, der dürfte auf ein Minimum geschrumpft sein, weil bei 0-4 im eigenen Stadion, schwierige Situation für die Jungs. Achtung. Ah ja. Der Herr Deuchert hat einen Querpass durch den 16er geschoben, aber den konnte leider keiner erreichen. Oder Gott sei Dank keiner erreichen, Entschuldigung.
aus Hannoveraner Sicht gesehen, muss ich sagen, sie schmeißen sich nicht weg, sie geben sich nicht auf, sie kämpfen weiter bis zum Schluss. Aber so wirkliche Torschance war eigentlich nicht, ne, von Hannoveraner Seite. Und wenn wirklich, dann haben wir es einfach vergessen, oder? Ja, da war nichts. Muss jetzt nicht sauer sein, dass wir da mehr geschossen haben. Ja, für mich ist gar nicht so schlimm. Der Thomas Schleicher, der meint, er hätte 4.000 Euro gewonnen, wenn er bei 3-0 geblieben wäre. Ja. Ich hätte es naja gegönnt, aber... Ich habe vorher auch schon gelesen, vor allem der Gewinner, der hat einen 100er eingesetzt und hätte 4.000 Euro gewinnen können. Das wird wahrscheinlich der gleiche sein. Ja. Jetzt liegt der Klubberraum eigener 16er. Naja, was der läuft Mark jetzt? Der Reiter, der wird nicht müde sein. Die letzte Minute läuft. Schorsch, es ist gleich vorbei, noch kannst du dich ausruhen in der Kabine. Und im Bus bei der Heimfahrt. Oh, ja, das war wirklich eine gefährliche Situation, aber wenn der den Ball nicht trifft, dann können wir uns Platz freier. Ist ein bisschen Schadenfreude, ist ja dann schon angezeigt. Oh, jetzt wer kommt jetzt noch? Der Lokkämper. Der Lokkämper. Also ich hätte das gerne den Hohle, aber in der 90. Spielminute, da tut er mir eher leid, ehrlich. Das ist sehr, sehr netter, sympathischer Junge, der Lokkämper. Immer erkennbar an seinem Stirnband, das er trägt. Aber vielleicht ist ja diese 1, 2, 3 Minuten, die er jetzt auch noch kriegt, der Auftakt, zu hoffentlich in den nächsten Spielen ein bisschen mehr Einsatzzeit. Ja, sollte man dann schon wenigstens 15 Minuten vor Schluss oder so einwechseln. Wir sind im Ball im 16er, wir machen noch. Nein, wir machen nicht. Wir machen nicht jetzt 5:0, nein. Aber wir haben einen Einwurf. Das kann ja nur werden. Wie lange ist Nachspielzeit? Aus. Ist vorbei? Es ist vorbei. Das Spiel ist aus, Leute. Hey, das Spiel ist aus. Der Club gewinnt in Hannover mit 4:0. Es ist einfach der Wahnsinn. Also, selbst in meinen optimistischen Träumen hätte ich mir das heute nicht gedacht, dass wir mit einem 4-0 haben gingen. Einwandfrei, wunderbar. Alle Träume, alle Wünsche in Erfüllung gegangen fürs Erste. Jetzt bitte auf dem Boden bleiben, liebe Jungs, und gegen St. Pauli noch einmal nachlegen, dass wir dann wirklich auch tabellenmäßig langsam in der Situation kommen, wo wir sagen können, das passt für unseren Club. So, haben wir noch irgendwelche Kommentare gerissen oder irgendwas? Da habe ich ja dann einen ganzen Roman geschrieben. Da kommt Sieg von Helmut Paar und Matthias Schmidt schreibt, super geiles Spiel. Also ich denke, es gibt keinen Clubfan, der unzufrieden ist mit dem Ergebnis. Das denke ich auch. Ich meine, Hannover war jetzt nicht die stärkste Mannschaft, die wir heute gesehen haben, aber es ist im Endeffekt auch wurscht. Wir haben 4-0 gewonnen, das gibt Sicherheit und von daher... Gehen wir davon aus, dass da zwei Mannschaften in mehr oder weniger der gleichen Situation gegeneinander angetreten sind. Und da haben wir eindeutig das weit bessere Ende für uns heute gehabt. Ja, es freut mich unheimlich, dass die Spieler an so sich nach Hause fahren konnten. Und gute Heimreise, Jungs. Trinkt genau. Die Busse ein wenig was, singt ein paar Liedler, lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns genau. Am Mittwoch am Trainingsplatz, da bin ich garantiert dabei. Wunderbar. Genau, noch vielen Dank an die vielen Kommentare. Wir müssen jetzt mal die Kommentare auswerten, wer jetzt richtig getippt hat, und bis morgen geben wir dann die Gewinner bekannt. Ja, hätte ich gesagt. Soll mir recht sein, zum Spiel gibt es an und für sich so nicht mehr allzu viel zu sagen, was wir gesagt haben oder sagen wollten. Haben wir schon weit los. Ich finde, der Club hat nach relativ schwachen Spielen zuletzt heute doch einmal einen Zusammenhalt gezeigt. Die Burschen haben sich gemeinsam da durchgekämpft. Wenn man in der Halbzeit 3:0 in Führung liegt und auch nur drei wunderbare Tore geschossen hat. Auch das vierte Eckball-Kopfball-Tor. Also es waren 4 ausgezeichnete, wirklich schöne Tore, die wir erzielt haben. Die Mannschaft kann zufrieden sein, der Trainer kann sich auf die Schulter klopfen. Und jetzt müssen wir halt so weitermachen. Das nächste ist ein Heimspiel gegen St. Pauli, da muss man dann direkt dran anschließen. Ja. So, Chris, gibt es von deiner Seite noch was zu sagen, Kommentare oder deine eigene Meinung zu dem Spiel noch was? Zum Abschluss noch ein Kommentar nach Alex, der sagt, laut Statistik 4 Schüsse aufs Tor. Perfekt. 4 Tore, ganz genau. Also effektiver als wir heute waren, kann man eigentlich überhaupt nicht sein. Ganz, ganz wunderbar.
herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank all denen, die sich jetzt hier so zahlreich beteiligt haben im Chat oder mir zugehört haben. War sehr, sehr schön, hat viel, viel Spaß gemacht. Und wenn ich wieder darf, dann komme ich ganz bestimmt wieder. Schönen Abend euch allen. Prost. Adios.